Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 437. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei der wunderbare Marvin. Hallo. Der grandiose Duke. Ja, servus, hallo. Und die wunderbare Frau Alex. Hallöchen. Ja, wir wollen heute ein bisschen wieder über die Eintracht und so reden, aber natürlich als erstes hier Housekeeping. Der Monat April ist rum, die Unterstützung für den Mai trudeln ein. Es ist großartig, wie ihr uns hier unterstützt. Und ich habe natürlich auch hier mal wieder stellvertretend jemand rausgesucht, nämlich die Sandra diesmal, die uns hier mit einer kleinen Sonderspende unterstützt hat. Vielen, vielen Dank. Es ist, macht großen Spaß weiterhin. Und ja, wenn ihr da draußen wissen wollt, wie ihr uns unterstützen könnt, dann schaut doch mal unter eintracht-podcast.de vorbei. Da gibt es eine Supportseite und da findet ihr alles mit Affiliate-Links und Kommentaren und Weiterempfehlungen. Ihr wisst ja, wie das geht, ne? Ja. So, und jetzt lasst uns mal gucken Richtung Eintracht. Wie ihr ja sicherlich da draußen gemerkt habt, haben wir letzte Woche keine Sendung aufgenommen, weil wir gesagt haben, so, oh, Kalender voll und jetzt über Leverkusen aufregen. Ja, können wir machen, aber geiler wäre es ja eigentlich, wenn wir über neue Personalien reden können, wie ein Trainer oder ein Sportvorstand und hatten die Hoffnung, dass sich da bis diese Woche was tut und die Eintracht enttäuscht nicht und hat einen neuen Sportvorstand ab dem 1.6. aus dem Hut gezaubert, was sie am Montag verkündet haben, nach dem Spiel von dem abgebenden Verein, wenn man nochmal gucken will, wie man das richtigerweise macht. Und zwar Markus Krösche wird neuer Sportvorstand, kommt von hier diesem Konstrukt aus Leipzig zu uns. Und als erstes würde mich erstmal interessieren, was sagt ihr denn zu diesem neuen Sportvorstand? Und wir fangen mal mit dem Dennis an. Jo, okay, sehr gerne. Ja, prinzipiell, glaube ich, haben wir da schon jemanden, der uns weiterhelfen kann. Junger Typ, ich glaube 40 jetzt erst geworden oder ich weiß gar nicht, ich glaube 40 Jahre alt, ja. Ne? Dann doch schon einiges erlebt und einiges auch gut gemacht in der Vergangenheit, gerade auch die Zeit Paderborn, glaube ich, vom Drittligisten zum Bundesligisten ja damals auch geführt. Nein, muss man sagen, ich denke schon, dass wir hier profitieren können. Es ist natürlich immer eine schwierige Situation, weil er einfach von einem, wie du sagst, seltsamen Konstrukt hier rüberkommt. Sicherlich auch die Philosophie zu vielen Teilen auch vorher mitgetragen hat, sich jetzt zwar da in Teilen distanziert, aber gut, muss man im Endeffekt, die Kröte muss man vielleicht schlucken. Auf der anderen Seite glaube ich, es war Zeit und es war dringend notwendig, dass wir die Position besetzen und ich glaube, dass er ein geeigneter Kandidat ist. Alex, ist das eine sinnvolle Weiterentwicklung von Bobic jetzt zu Krösche? Also ich finde es Bombe. Also zum einen finde ich Krösche wesentlich sympathischer als Bobic damals bei seinem Antritt. Ich habe mich über die letzten Jahre ein bisschen mit ihm arrangiert, aber am Anfang war das ja schon so, ne? Also weiß gar nicht, wer sich da von uns immer so aufgeregt hat, aber so diese ganzen Auftritte im ZDF-Fernsehstudio und so, das war schon alles ein bisschen too much. Ja, aber irgendjemand hat es immer gefunden. Ich habe in meinem Leben, glaube ich, noch kein ZDF-Fernsehstudio eingeschaltet. Ich glaube, Basti und ich haben regelmäßig geguckt auf jeden Fall. Ja, sehr auch. Gut. Schön geoutet. Ja, und da ist mir Krösche deutlich lieber. Leipzig spült halt momentan echt viel auf den Markt, ne? Also egal, was für Trainer irgendwie sind, alle sind sie mal daran vorbeigeschraubt oder durch dieses Konstrukt gelaufen. Und ich finde, das sieht man dem Fußball in Deutschland mittlerweile auch echt an, weil sich dieser Leipzig-Stil echt auch in vielen Vereinen mittlerweile breit gemacht hat. Das ist so ein bisschen, verändert zur Fußballlandschaft, aber halt auch nicht zum Negativen. Und ich finde Krösche gut. Was mir bei ihm so ein bisschen gefehlt hat, ist so das, was ein Bobic mitgebracht hatte damals. Ne? Der ist einfach mit einem Koffer voller Kontakte gekommen. So, der war irgendwie mit allen Vereinen gut, der hat Gott und die Welt gekannt. Und ich weiß nicht, ob er das hat. Ich meine, die Kontakte von Leipzig sind halt auch, ich sag mal, noch beschränkt, weil sie halt auch einfach noch nicht so lange dabei sind. Und in Paderborn in der dritten und zweiten Liga hast du es auch nicht so gebraucht. Und da hoffe ich einfach, dass dadurch, dass Ben Manga geblieben ist, so ein bisschen Adressbuch einfach da geblieben ist.
Ja gut, das Adressbuch wird auf alle Fälle da geblieben sein. Aber ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, dass er im Vergleich zu Bobic halt davor jetzt schon Erfolg hatte. Ne? Bobic ist zur Eintracht gekommen, nachdem er in Stuttgart mehr oder weniger weggelobt wurde. Das ist ja noch sehr positiv formuliert. Also die waren froh, dass er weg war. Das hat aber natürlich mehrere Faktoren gehabt, dass der Niedergang der Stuttgarter nicht nur mit ihm in Verbindung zu bringen war, ist auch klar. Aber da war das wesentlich negativer und er kam als Arbeitslose. Krösche hat jetzt den Vertrag auch aufgelöst zum, glaube ich, 31. oder 30.05. Ja. Bei Leipzig, aber der hat jetzt dort jahrelang, also ein paar Jahre erfolgreiche Arbeit und halt auch in Paderborn. Ich glaube, sein Checkbook und sein Telefonbuch ist gar nicht so klein. Und was mir halt großartig gefällt und was ich ganz, ganz wichtig finde, ist die Tatsache, dass er halt bei Paderborn mit wenig Geld umzugehen wusste. Und das ist natürlich ein Kriterium, wo wir sagen müssen, wir wissen ja nicht, wie in der nächsten Zeit das alles so läuft finanziell, je nachdem, wo wir uns auch einordnen am Ende der Saison. Aber wenn er das auch schon kann und mitbringt, ist es gut. Und dann kommt natürlich die Tatsache da hinzu, 40 Jahre erst, wirklich nicht großartig verbraucht. Und ich bin sehr froh, dass es außerhalb dieses normalen Bundesliga-Zirkels ist, wenn jetzt irgendeiner mit Schmadtke angekommen wäre oder was weiß ich. Ich habe jetzt Dirk Duffner beispielsweise, der jetzt zu Hertha wechselt, der jetzt der Kaderplaner wird, also unter Bobic. Ja. Also das sind ja alles die typischen Bundesliga-Nasen. Ich bin froh, dass wir nicht komplett jemand aus diesem Bundesliga-Morast bekommen haben. Ja, sehe ich genauso. Vor allen Dingen, das ist halt auch, was du sagst, ne, das ist Perspektive und auch ein bisschen, also zumindest ist es meine Hoffnung, auf Langfristigkeit angelegt. Und das ist jemand, der sich auch perspektivisch mit so einem Ding wie Eintracht Frankfurt identifizieren kann und das auch lebt. Und das war was ein Bobic selten bis nie gemacht hat. Na, das war klar, das ist irgendwie sein Job. Das war klar, dass das irgendwann aufhören wird. Dass es jetzt so schnell dann aufgehört hat, hat mich auch überrascht, aber da stelle ich mir bei Krösche durchaus ein bisschen was anderes vor. Und ich fände es halt geil, wenn die Position halt wirklich, genauso wie mit Hellmann, einfach langfristig mit jemandem besetzt ist, der Bock hat, aus der Eintracht was zu machen. Ja, an diesem Schrohhalm dieser Langfristigkeit will ich mich noch nicht so richtig klammern. Ich meine, er ist ja schon auch Paderborn, dann hat er eben den Co-Trainer in Leverkusen gemacht, hat ja, was man so lesen konnte, nebenbei auch noch hier BWL-Studium und Gedöns und so weiter alles gemacht. Also ich glaube, da steckt schon ein Karriereplan dahinter und wenn sich da in 2-3 Jahren der nächste Schritt irgendwie bietet in, weiß ich nicht, Richtung Premier League oder sonstige Dinge oder zu größeren Clubs in Deutschland, wo er auch wieder mehr Möglichkeiten hat. Also ich glaube, auch dieser Wechsel jetzt von Leipzig zu uns ist ja auch, weil er bei uns mehr Möglichkeiten hat und sich vielleicht auch in so einem Umfeld wohler fühlt als Leipzig, weiß man ja jetzt alles auch nicht. Aber ich glaube schon, dass wenn da in 2 oder 3 Jahren durchaus der nächste Karriereschritt winkt, dass der dann auch diesen Weg gehen wird. Ich glaube, wir müssen uns auch so ein Stück weit von dieser fußballromantischen, da kommt jemand und lässt sich irgendwie an Tag 2 das Vereinslogo auf die rechte Pobacke tätowieren und bleibt dann für 20 Jahre, das wird es, glaube ich, nicht mehr geben. Ja, aber wir müssen auch differenzieren. Ich meine, wir wissen es doch alle gerade gar nicht. Ich meine, seien wir erstmal froh, dass er jetzt da ist. Niemand hätte gedacht, dass Bobic, ich hätte nicht gedacht, dass Bobic so eine lange Zeit, also so in Anführungsstrichen, jetzt doch länger bei der Eintracht ist und auch so erfolgreich war. Ganz ehrlich, wer hätte mir denn bei Dienst beginnen? Ich weiß noch, da saß ich bei der Pressekonferenz und da haben wir dann auch geschrieben und danach haben wir ja dann, glaube ich, an dem Abend auch noch direkt Podcast gemacht, glaube ich. Ja, und wer hätte denn damals gedacht, dass diese Ära so unfassbar erfolgreich ist, dass wir hier zu einem DFB-Pokalgewinn getrieben wurden, dass wir in Europa furios unterwegs waren, dass wir eine konstante Aufwärtsentwicklung innerhalb der Bundesliga, man muss ja überlegen, das ist ja schon krass, die Entwicklung der Eintracht in den letzten Jahren hat sich ja so ins Rampenlicht gesetzt, ja, das muss ich echt schon sagen, auch wegen Bobic, also ich meine, das ist natürlich ein unfassbar krasser Weg, den wir gegangen sind mit Bobic, keine Ahnung, ob das mit Krösche halt auch funktioniert, aber ich glaube, die Zeichen stehen gut und die Zeichen stehen auch insofern gut, weil ich das Gefühl habe, dass die Eintracht ja sehr intensiv damit sich beschäftigt hat, allen voran Holzer, der mehrere 30 Stunden sich mit ihm ans Benehmen gesetzt hat und wirklich intensiv Recherche über sein Leben betrieben hat. Also ich glaube, viel mehr kann man gar nicht tun und wenn es dann nicht läuft, dann läuft es halt nicht. Ja, ich glaube, das ist tatsächlich ein wichtiger Punkt. Also man hat jetzt nicht irgendwie so eine Schnellschussvariante genommen und ist auch nicht
auch wenn wir ja beim letzten Mal so ein bisschen, als wir drüber gesprochen haben, das Gefühl hatten, dass man jetzt ein Stück weit vielleicht überrascht war, dass diese Bobic-Thematik jetzt so akut geworden ist, hat man sich trotzdem hier nicht in irgendein kopfloses Handeln verfallen lassen, sondern hat sich sehr wohl mit kommenden Personalien auseinandergesetzt. Und dass auch die Eintracht eine andere Stellung in diesem Bewerben um bestimmte Personalien bekommen hat, ist ja allein schon auch daran zu zeigen, wir haben eben, und das hatte Holzer ja, glaube ich, in dem Interview oder in dem Text bei der Hessenschau hat es gelesen, dass man sich ja auch bewusst nicht mit vertragslosen Personalien beschäftigt hat, sondern sehr konkret sich mit Leuten auseinandergesetzt hat, die heute in Lohn und Brot steht, also sie auch wieder woanders da wegbeworben hat oder eben dafür gesorgt hat, dass sie ihren Vertrag dann, oder in dem Fall Krösche seinen Vertrag auflöst, was ja auch schon... Der hat es so gesagt, dass man mit Absicht jemanden abgeworben hat? Nee, nicht mit Absicht abgeworben. Ich hatte das, glaube ich, eher so verstanden, dass er gesagt hat, ist doch geil, dass die Eintracht jetzt nicht beim Arbeitsamt vorsprechen muss, sondern tatsächlich auch interessant ist für Leute, die einen Job haben. Also ich hatte also so im Kopf da abgespeichert, dass man sich bewusst... nicht mit, im ersten Schritt nicht mit vertragslosen Sportvorständen auseinandergesetzt hatte. So hatte ich das in meinem Kopf abgespeichert, aber vielleicht war das auch nur das, was ich lesen wollte. Das finde ich sogar schon wieder ein bisschen arrogant. Ja, aber das ist auch per se kein Qualitätsurteil, ja. Weil es auch genügend Leute gibt, die halt jetzt vielleicht mal gerade halbes Jahr Chili Willy machen und sich dann nur regenerieren müssen. Also da würdest du ja trotzdem einige Experten ausschließen. Und Fakt ist, das stimmt ja noch nicht mal, weil Ralf Rangnick, mit dem man sich ja auseinandergesetzt hat, zu der Zeit ja vertragslos war. Also ja. im Endeffekt geht es nur darum, ich glaube, ich verstehe, was du meinst, René, aber am Ende wollte er nur sagen, dass man jetzt sogar die Möglichkeit hat, auch mit vertragsgebundenen Menschen sich auseinanderzusetzen, weil man auf ein Niveau gekommen ist, was es auch erlaubt, trotzdem Diskurse zu führen, die auch leitende Positionen anderweitig haben. Man könnte eventuell dann Ablöse zahlen. Ich glaube, das ist so das tiefere Ding da eigentlich. Okay, ich glaube, es ging nicht nur darum, wir wollen zwingend jemandem ans Bein pissen. Ich glaube, das war's. So wollte ich das auch nicht sagen, aber es ist ja schon auch, dass du überhaupt als Verein, der ja bislang immer in dieser, die Bundesliga ist zementiert Logik irgendwo unterwegs war, dann halt auch mal hingehen kann und auch mal bei einem Konkurrenzverein, der irgendwie tabellarisch 1-2 Plätze gerade über einem steht, mal mit dem Sportverstand sprechen kann und sagen kann, du, wir hätten da gerade so Vakanzen und Würzel nicht, ist halt schon auch irgendwo eine Weiterentwicklung. Ja. Ich hab vor allen Dingen auch, wie die Gespräche abgelaufen sind. Ne? Also was mal halt, klar, wurde viel spekuliert und es sind 1000 Namen gefallen, aber ich fand, das war eine andere Nummer, wie dieses hektische und jeden Tag neue Meldungen und der sagt noch was dazu und hier hat sich der geäußert und der hat mit dem gesprochen und so. Also fand ich deutlich seriöser, als man das jahrelang einfach von der Eintracht gewohnt war. Und da jetzt echt ein bisschen angespielt auf die Bruchhagen-Ära, weil da lief es genauso. Ja, ist richtig. Dennis, du wolltest noch was ergänzen. Ja. Ich habe eine Frage eigentlich an euch. Und zwar, ich habe in diesen ganzen Interviews immer gelesen, es gab ja diese, ich sage jetzt mal, Querelen in Leipzig, die ja auch dann so ein bisschen dazu geführt haben, dass, ich habe zumindest es so gelesen gehabt, dass teilweise der Knackpunkt auch war, dass die nicht zufrieden waren, weil er nicht adäquaten Ersatz für den Werner-Abgang zum Beispiel besorgen konnte, obwohl er viel Geld ausgegeben hat. Das war ja wohl so ein Hauptstreitthema, wenn ich das richtig verstanden habe. In meinen Augen ist das natürlich dann wieder, wenn du sowas liest und ob was da dran ist und was nicht dran ist, sowieso ja immer die Frage, ist dann immer so, welches Ziel verfolgt denn die Eintracht eigentlich in der Zukunft? Denn die Aussage ist ja dann, wenn du so guckst, beim letzten Job, die behaupten, er konnte mit viel Geld eben nicht die Leistungen, die wir erwartet wurden, bringen. Seht ihr, ist da was dran? Ist das vielleicht bei der Eintracht auch, dass wir eher auf einem Niveau, wir wollen jetzt hier nicht oben komplett angreifen, sondern für das Niveau, was wir vielleicht hier europäisch spielen und so weiter, reicht das locker? Oder sagt ihr, ach, das ist totaler Quatsch, die haben sich einfach nicht verstanden und das ist doch der hat sicherlich also, die richtigen Leute. Ja, also, Dennis, da müssen wir einhaken, weil das ist nämlich genau der Punkt. Es geht im Endeffekt darum, dass das Machtgefüge ein bisschen durcheinander geraten ist und Krösche mehr auch Mitspracherecht haben wollte. Ja? Genau. Und das Problem ist, dass Minzlaff und er nicht mehr so gut klarkamen und dass man sich dann entschlossen hat, okay, jetzt gehen wir einen getrennten Weg. Ja, vor allen Dingen gerade bei dem Werner-Transfer,
ist es ja so, dass der sich von langer Hand einfach angekündigt hat. Ne? Also ist ja nicht so, dass Werner von heute auf morgen gesagt hat, ach Leute, wisst ihr was, ich gehe mal zu Chelsea, habe ich mir gerade überlegt und habe auch noch nie vorher gesagt, dass ich Leipzig verlassen will. Also der hat das hat sich Monate vorher, sogar mehr als ein Jahr vorher angedeutet. Und wenn ich es dann nicht schaffe, schon jemanden hinten dran aufzubauen, kann ich doch nicht erwarten, dass da jemand ist, der ein bisschen rumtelefoniert und auf einmal jemanden hat, der von Tag 1 funktioniert. Also ja, und ich meine, dass Leipzig überhaupt keinen Sturm eigentlich hat, weiß ich nicht, ob das der Fehler eines Einzelnen ist. Und ich möchte an dieser Stelle von wegen, kann nicht mit viel Geld umgehen. Ich habe da den kleinen Basti im Ohr, der mir jetzt gerade einflüstert, wir haben Dominik Kor für 9 Millionen und Bas Dost für 7 Millionen verpflichtet. Also wir konnten mit viel Geld jetzt auch nicht immer so optimal umgehen. Ja, das wird auch wirklich eine interessante Schwierigkeit in den nächsten Zeiten noch bleiben. Du hast vollkommen richtig angesprochen, weil wir wissen ja nicht, was ist mit Silber. Wenn Silber geht, dann werden vielleicht neue Millionen frei. Was machen wir dann damit? Das ist eine Aufgabe für jeden, der jetzt kommen würde. Ja. Ja. Und das müssen wir sehen, aber es kann genauso auch sein, wenn wir jetzt beispielsweise nur wirklich in der Euroleague bleiben und wer weiß, haben wir im September dann wieder ein volles Stadion, so sieht es noch nicht ganz danach aus, aber dann wissen wir ja auch noch nicht genau hundertprozentig, wie voll dann die Kassen sind, dann wird er wahrscheinlich eine bessere Arbeit leisten können, aber ihr habt es eben angesprochen, ganz wichtig, und das hat ja die Alex vorhin gesagt, Ben Manga bleibt, seine Expertise bleibt und wenn die beiden gut miteinander harmonieren, also sowohl Krösche als auch Ben Manga da wirken, kann das echt gut werden. Wir merken ja jetzt schon an den Gerüchten bezüglich vieler junger Spieler, also es gab ja 16-, 17-Jährige, die jetzt irgendwie im Bereich waren, dazu zur Eintracht zu kommen, dass da diese Fühler schon wieder ausgeworfen werden. Das ist ja ganz cool. Ja, und wir haben ja auch die nächste Riege schon in den Startlöchern stehen, ja, ne? Ich meine, Jovilic kommt zurück. Der hat sich Österreich gut warm geschossen. Dass der in der Champions League der Topscorer wird, da glaube ich noch nicht dran. Zumindest nicht im nächsten Jahr, aber das ist auf jeden Fall jemand, der sich entwickeln kann. Paciencia kommt zurück, weil Schalke abgestiegen ist und damit auch die Kaufverpflichtung wegfällt. Wir haben Ali Akman verpflichtet. Ragnar Ache fängt wieder an zu trainieren. Also da ist ja schon ein bisschen Unterbau geleistet worden. Klar ist das alles nichts, was auf einem Niveau von Silver ist, aber das ist ein Gerüst, mit dem du arbeiten kannst. Und wenn dann der Deal zustande kommt, dass Silver geht und dafür Jovic kommt, ja, so what? Bin ich vollkommen bei dir. Vollkommen bei dir. Ganz ehrlich, übrigens auch, was du gesagt hast zu Jovic. Wisst ihr noch, als wir mal darüber gesprochen haben, so am Anfang, da war ich wesentlich skeptischer, wo ich mir gedacht habe, oh, ob das jetzt so eine ganz gute Sache war, dass er jetzt nach Österreich gegangen ist, da wo ich eigentlich gedacht habe, lieber zweite Liga oder so, da muss ich auch Abbitte leisten. Mhm. Weil im Endeffekt war der Schritt halt, wirklich dahin genau, gegangen zu sein, nach Österreich vollkommen der richtige. Ja. Also insofern hat alles gepasst. Ja, das stimmt. Ja. Also von daher mache ich mir da nicht so viele Sorgen und ich glaube auch durchaus, vom Charakter her, dass ein Krösche und ein Ben Manga da durchaus zusammenarbeiten können. Marvin, du hast es vorhin angesprochen, diese 30 Stunden, die da gesprochen worden sind, wo es ja auch viel drum ging, was ist die Eintracht-Philosophie, was ist der Plan, wo wollen wir hin? Da wurde ja auch viel, nach dem, was ich verstanden habe, auch geguckt, dass diese Personalie auch eben in dieses Gesamtkonstrukt Eintracht reinpasst. Also von daher hätte ich da jetzt schon die Hoffnung und die Erwartung, dass auch solche Dinge dort abgeklopft worden sind und man sich da auch in sicheren Gefilden befindet. Ich habe übrigens den Satz mittlerweile gefunden. Ich zitiere jetzt, wenn ich das denn darf, Marvin wird korrigieren, wenn ich es nicht darf, einen Artikel von hessenschau.de, wo steht, wir haben ausschließlich mit Managern von Topclubs verhandelt, die aktuell in Lohn und Brot stehen, sagte Holzer im Interview mit HR Sport. Siehst du mal, dann hat er noch nicht mal recht gehabt, weil wie gesagt, es wurde ja auch mit Rangnick verhandelt, was ja weiter unten dann auch steht tatsächlich. Ja, ich frage, ob er tatsächlich diese Geschichte mit Rangnick als Verhandlung einstuft oder einfach nur sagt, ich habe mit dem mal gesprochen und ja, so richtig gut. Verhandlung war das jetzt nicht. Das ist gut. Ich glaube aber immer noch, also ich bin da auch ein bisschen beim Marvin, ich glaube nicht, dass er das so gemeint hat wie Teil unserer Job Description war, muss in Anstellung sein. Ja, sondern ich glaube eher, dass das nochmal so eine Untermauerung war, so hey, wir mussten nicht beim Arbeitsamt vorstellig werden. Ja, ja, klar. Genau. Sondern wir sind auch interessant für Leute, die schon einen Job haben. Ja. Und das Interessante ist ja auch, dass er da ebenfalls sowieso sehr guter Artikel von meinem Freund Carsten, da auch ja drin stand, dass
auch sich sehr, sehr viele ja selber angeboten hatten. Ne? Also wirklich, dass es mehrere Leute gab, die sich proaktiv 20 angeboten unaufgeforderte hatten. Unaufgeforderte Bewerbungen auf den Job des Sportwarters. Ja, da merkst du auch, wie attraktiv diese ganze Angelegenheit geworden ist. Trotz der Tatsache, dass es schwierig ist, einem Bobic nachzufolgen und dann ähnliche Leistung zu bringen. Weil das ist natürlich auch ein kleines Risiko, will ich meinen. Eine wichtige Frage, die ich nochmal an euch hätte. Warte mal ganz kurz, Alex, ganz kurz nur. Oder sag du erst deinen Punkt, wenn du direkt dran steigen willst. Nee, du kannst sagen, ich hab eher so gar nicht so fußballerisch. Mach weiter. Gar nicht so. Also mir wäre wirklich wichtig, denn die Thematik mit dem Sportvorstand abgeschlossen, Grösche ist gekommen. Ja. Jetzt haben wir doch vorher immer drüber gesprochen, wie sieht die neue Führungsriege der Eintracht aus? Und da ist eigentlich die wichtigste Frage, die sich mir da stellt, und wir haben ja über Fernandes gesprochen, wir haben über viele, viele Namen sind da ja gefallen, die im Endeffekt das Trainerteam ist falsch gesagt, sondern eigentlich das Vorstands- oder Managementteam auch ein bisschen mit unterstützen sollen. Denkt ihr, das ist jetzt erstmal alles vorbei, weil Grösche im Endeffekt hier derjenige ist, der stark ist, der oder die Stärke zeigen will, der auch sagt, ich will viel entscheiden, ich will viel machen? Oder denkt ihr trotzdem, dass diese Ideen, die immer mal auch medial wieder auf den Tisch kamen, dass das erstmal gegessen ist? Ich glaube nicht, dass das durch ist, weil ich glaube, was die Eintracht immer noch sucht, ist jemanden, ich nutze jetzt mal so ein Wort, mit Stallgeruch. So jemanden aus der eigenen Riege, der irgendeine Verbindung mit der Eintracht hat, der eben nicht der pur Angestellte ist, sondern jemand, der, keine Ahnung, also mir fallen jetzt nur ein paar Namen ein, die aber alle für diesen Posten völlig ungeeignet sind. So jemand wie Marco Russ, der ist langfristig im Verein gewesen, das ist ein Frankfurter Bub, der arbeitet jetzt damit. Und jemanden mit so einer Historie, glaube ich, hätte die Eintracht gerne in dieser, nicht Vorstandsebene, aber in dieser sportlichen Leitungsebene irgendwo mit drin. Das könnte ich mir gut vorstellen. Problem ist nur, die Leute, die wir da haben, ich will jetzt politisch korrekt bleiben. Also ich meine, Alex Meyer kannst du nicht in eine sportliche Leitungsposition packen, so, ne? Also, der ist da auf dem Trainingsplatz gut aufgehoben. Ja, weiß ich nicht. Ich würde mich da tatsächlich mit dem Urteil schwer tun, weil ich glaube, auch solche Menschen, oder ob solche Menschen kriege ich jetzt auch wieder total falsch. Das klingt aber jetzt aus. Also ich glaube, jeder hat da irgendwie eine Weiterentwicklung. Ich kann mir da auch durchaus an Alex Meyer vorstellen. Die Frage ist ja da tatsächlich, was ist die Aufgabe in dieser Rolle? Manga hat mehr Kompetenzen bekommen, Grösche ist Sportvorstand, Trainer, können wir gleich noch drüber reden. Also diese Stelle, die da irgendwo dazwischen ist, als Bindeglied, als ich weiß nicht, technischer Leiter oder wie das irgendwie genannt worden ist, da geht es ja wirklich eher so um Mannschaftsbetreuen, Integration und so weiter. Also ich glaube schon, dass das auch in Alex Meyer könnte. Natürlich hätte Fernandes den größeren Vorteil, dass er einfach auch, wenn du jetzt, wir haben ja jetzt gerade zwei Talente aus Portugal und Südamerika verpflichtet. Ja, Portugal. Oder Portugal. Da brauchst du natürlich auch einen, der jetzt auch diese Sprachen spricht. Da ist ein Fernandes, der auch seine 5, 6 Sprachen spricht, natürlich eher. Die sind ja für die U17. Also das hat ja mit dem Profi erstmal relativ wenig zu tun. Ja, aber wenn wir jetzt trotzdem perspektivisch denken, du willst da jemanden installieren, der auch in Zukunft Leute aus deinem Nachwuchsleistungszentrum da auch reinbringt, dann wirst du da wahrscheinlich auch damit reden, damit handeln, denken müssen, dass du da auch Leute drin hast, die vielleicht jetzt auch da eher mit einer anderen Sprache noch unterwegs sind, rangeführt werden müssen, dann hast du jemanden wie Fernandes, der natürlich da ein bisschen besser passt. Deswegen würde ich trotzdem andere erstmal nicht komplett ausschließen und sagen, die können das per se nicht. Also ich gehe tatsächlich davon aus, dass das trotzdem noch so kommen wird, wie Alex das auch gesagt hat. Ich würde mich auch der Meinung anschließen, dass ich einige ausschließen würde. Also, dass ich bei einigen das halt einfach nicht sehe. Ich glaube, und das ist auch, ja, ich finde das mit Alex Meyer super, auch als Integrationsfigur für die Jungs, die wirklich jungen Spieler extrem gut aufgehoben ist, die schauen zu ihm hinauf, die sind froh, wenn sie mit ihm kicken können. Ich glaube, man kann jeden einsetzen, aber man muss sehen, wo ihre Stärken sind. Und bei Alex Meyer ist es gerade auf jeden Fall der Jugendbereich. Ich kann mir vorstellen, dass er irgendwann auch mal hochrücken wird in der U19-Trainerposition vielleicht. Aber das ist, glaube ich, also dieses nah am Spielfeld dran, das ist definitiv etwas, was ihm eher liegt. Und das sage ich mit dem höchsten Maß an Respekt. Und ich glaube aber, dass der Gelson Fernandes-Move immer noch stattfindet.
finden kann, weil wir sehen natürlich, dass bei Profimannschaften auch der Aufwand immer größer wird. Guck dir mal an, ich meine, ob das jetzt ein Positivbeispiel ist bei der Hertha, aber die haben Arne Friedrich da, die haben Nello Di Martino noch, der Teamkoordinator des Ganzen ist. Du hast jetzt Dirk Duffner geholt. Und du hast Freddy Bobic da oben drüber. Und ich glaube, eine dieser Positionen könnte ein Gelson Fernandes bei uns bekleiden. Insbesondere trotz, auch wenn das natürlich ein junger Spieler ist, die du eben gerade angesprochen hast. Aber auch die brauchen ja relativ schnell schon die Anknüpfung zum Profi, zu den Profiteams, weil wir eben keine U23 haben. Das heißt, die müssen nah rangeführt werden. Und wenn du da jemanden hast, der die Sprache spricht, wenn du auf der anderen Seite aber gleichzeitig auch so diese integrative Funktion übernehmen kannst, wie ein Gelson Fernandes, der halt mehrsprachig ist und auch sehr, sehr gut bei allen Leuten ankommt. Ich glaube, das ist ja auch die Hübner-Position. Also ja. Er ist ja jetzt auch weg. Ich glaube, das kann helfen. Ich hoffe, dass die Eintracht das tut, weil dann hast du zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Auf jeden Fall jemanden, der emotional eng bei der Eintracht ist, der ein großes Fanansehen hat und der noch mehrsprachig ist und, glaube ich, für Integration sorgen kann. Auch vielleicht um potenzielle Leihspieler, weil wir werden auch in der nächsten Saison wieder Spieler verleihen, besser im Fokus zu haben. Kann ich mir gut vorstellen. Und ein Russ, den ihr eben angesprochen habt, der ist ja weiterhin Videoanalyst. Und ich glaube, das macht er auch sehr, sehr gerne. Das war ja das Letzte, was wir immer mal wieder gehört haben, dass er sich da durchaus wohlfühlt. Gibt es denn aktuelle Gerüchte zu Fernandes noch? Oder ist das im Moment wirklich so kalt? Ich habe nämlich gar nichts mehr gehört. Also nichts, was jetzt besonders akut Zeit. Ist. Aber ich glaube, das Thema ist nach wie vor nicht komplett vom Tisch. Also es tauchte jetzt in den Berichterstattungen rund um Krösche immer mal wieder auf, aber nicht so, dass das jetzt irgendwie jetzt wird's akut oder Vertragsunterschrift steht bevor. Also es gibt noch keine Schlagzeilen in der Bildzeitung, falls du das meinst. Ich glaube auch nicht, dass das die höchste Priorität hat. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass vielleicht nochmal ein Zwischenschritt eingeplant ist. Ne? Also ich meine, Trainer? Nee, bei Gelson Fernandes. Ach so. Der ist ja auch in engem Austausch mit der FIFA, UEFA. In den Sphären springt er ja auch rum. Da jetzt auch einfach vielleicht nochmal, keine Ahnung, die WM in Katar mitzunehmen als Erfahrung, um da Leute kennenzulernen, irgendwas zu machen und danach dann zum Verein zu gehen. Mhm. Könnte ich mir auch gut vorstellen. Also ich glaube, das Thema ist nicht kalt, das ist warm, aber bei weitem nicht heiß. Und ich glaube, da wird momentan auch kein Fokus drauf gelegt. Vielleicht gibt's schon einen langfristigeren Plan, den man da verfolgt, aber ich fände das auch begrüßenswert, jemanden zu haben, mit dem man wirklich langfristig plant, der irgendwie aus dem Herzen der Eintracht kommt und irgendeine Historie damit hat, eine Verbindung zum Verein hat, weil das erleichtert auch, wenn irgendwann mal Bang Manga auf die Idee kommt, bei keine Ahnung wo Sportvorstand zu werden oder Krösche sagt, ich übernehme, keine Ahnung, jetzt das Präsidentschaftsamt von Real Madrid, erleichtert dir das einfach auch die Integration von jemand Neuem. Weil du hast immer noch jemanden da, der langfristig bei dir ist, der das erstmal übernehmen kann, der fängt sowas ab und das verhindert auch so eine Situation, in der wir gerade waren, wo, auch wenn es alle immer geleugnet haben, so ein bisschen in ein Vakuum geraten sind. Ja gut, also ich weiß nicht, ob wir das geleugnet haben. Wir haben ja schon auch... Nee, nicht wir, aber so die Eintrachtsebene. Ne? So. Wir haben kein Vakuum, wir haben nur offene Posten oder so. Ja gut, als Verein stellst du dich jetzt nicht dahin und sagst, wir wissen gerade nicht, was wir tun sollen. Also das wirst du nicht erleben. Nee, das ist klar, aber wenn noch so jemand da gewesen wäre wie Fernandes, der einfach dieses Gremium oder diesen Führungsstab erweitert hätte, hättest du die Diskussion überhaupt nicht gehabt. Genau, das stimmt. Also es wäre ein Tick weit smoother gewesen. Es war halt jetzt einfach alles sehr viel auf einmal, was einen so ein bisschen daraus gebracht hat. Und deswegen, also mit Krösche ganz klar an der Spitze, aber ein bisschen breiter aufgestellt und vor allen Dingen so ein bisschen Eintracht-DNA mit integriert, fände ich eine mega Sache. Ja. Bleiben wir nochmal kurz bei Krösche, ich hatte heute Mittag mal auf Instagram gefragt, so wie denn die Meinung unserer Hörerinnen und Hörer zu Krösche ist. Da habe ich sehr viel Positives gelesen und dann bin ich aus Versehen in die Kommentare unter der Montagsfolge von Fußball 2000 abgerutscht und da stand sehr viel drin in Richtung, der Kommerz hat gewonnen und jetzt Red Bull als nächster Hauptsponsor. Wie sehr stört euch persönlich diese RB-Zeit, diese zwei Jahre, die ihr da jetzt verbracht hat, Marvin? Also erstmal muss ich sagen,
dass du da, glaube ich, wirklich ein ziemliches da sind wir, glaube ich, gestern Abend. Abbiegung genommen, ja. Ja, ja, das ist aber ganz spannend, weil das haben wir dann gestern auch festgestellt, dass da irgendwo eine Bubble angefangen hat, auch so ein bisschen zu shitposten. Das ist dann auch auf uns aufgefallen. Da kamen nämlich innerhalb weniger Sekunde mehrere Kommentare rein, die in ähnliche Richtung gingen. Ich glaube fast, dass die Wolfsburg-Bubble da noch relativ aktiv ist. Ja, dann, es gab zuletzt schon öfter mal Konflikte damit. Aber gut, also ich glaube, es gibt trotzdem einige, die das auch einfach scheiße finden. Das ist halt so. Das Problem ist leider, und das kann man ja auch so sagen, dass halt du kaum in der nächsten Zeit, in den nächsten 4-5 Jahren, wirst du kaum noch angestellt innerhalb der Bundesliga finden, die gar keine Berührungspunkte mehr mit Red Bull haben. Weil Red Bull ja nicht nur Red Bull Leipzig ist, sondern halt auch sondern auch Salzburg ist und die halt leider halt auch extrem gute Arbeit leisten. Und für ein paar Jahre ist halt jeder mal da. Du hast auch, selbst wenn der Trainer, über den wir vielleicht nachher mal sprechen, kommen könnte, da gibt es auch ein paar, die eine RB-Vergangenheit haben. Es ist einfach so und es wird sich in ein paar Jahren, wenn sich dann alles durchmischt hat, noch öfter der Fall sein. Ob es einem gefällt, okay, aber es ist jetzt auch nicht, gibt jetzt auch keine Kontaktschuld. Ne? Das muss man jetzt auch mal sagen. Ich finde das aber auch null schlimm. Also ich meine, die gehen ja da weg, ja, weil es denen da nicht gefällt und ja, kommen zu uns. So, Basti hat gestern gesagt, Resozialisierungsprogramm. Ja. Ja. Ja, genau, dem entgegen. Also keine Ahnung, mich stößt jeder Abgang von uns zu Leipzig auf, wo ich mir halt denke, ja, Alter, du kommst aus Frankfurt, du kommst von einem Traditionsverein und denkst dir jetzt, du wirst da happy oder was? Also, das kann ich nicht nachvollziehen, aber da zu sagen, hier gefällt's mir nicht, ich gehe dahin, wo es cool ist, ja, so what? Komm bei. Dennis? Ich muss sagen, ich sehe es ein bisschen kritischer. Ich muss tatsächlich sagen, so eine gewisse Mentalität scheint ja dann drin zu stecken, auch dies nicht abzulehnen. Und ich muss sagen, prinzipiell die Konstrukte, wir sind, denke ich, alle der Meinung, dass wir das nicht brauchen, ist halt jetzt so. Aber Marvin hat was Wichtiges angesprochen, denn wenn er jetzt nicht von Red Bull gekommen wäre, sondern von Wolfsburg, selbe Thematik, kommt er von Hoffenheim, selbe Problematik, kommt er aus irgendwelchen anderen Konstrukten, selbe Problematik. Und das hast du einfach mittlerweile in der Bundesliga in Massen. Und da wirst du nicht drum rumkommen. Deshalb gehe ich da schon mit. Resozialisierungsprogramm klingt gut. Auf der anderen Seite ist es natürlich sowas, die Connections, die dann auch in diesem Red Bull-Kosmos als Netzwerke fungieren, die kann er sicherlich trotzdem auch weiterhin nutzen. Deshalb, umso größer das wird und jemand kommt dann zu uns, umso größer ist natürlich auch die Möglichkeit, da Leute draus zu ziehen, ohne Teil des Kosmos selbst zu werden. Deshalb, also einerseits finde ich schon scheiße, dass er natürlich sich hat von diesem Quatschgebilde da irgendwie vorher überzeugen lassen. Trotzdem finde ich es gut, dass er natürlich jetzt entsprechend auch mal auf den Traditionsclub Lust hat. Ja, ist aber am Ende sollten wir ihn jetzt nicht daran bemessen, sondern an der Arbeit, die er hier leistet. Das ist ja das, was für uns wichtig ist und da sollten wir ihm jetzt auf jeden Fall das Vertrauen schenken. Wichtig, dass wir diese Personalie jetzt schon mal geklärt haben. Und dann ist ja die nächste Personalie, die jetzt zu klären ist, das Thema Trainer. Und Dennis hat so schön gerade eben angesprochen, was ist denn, wenn er von Wolfsburg gekommen wäre? Jetzt könnte der Trainer eventuell von Wolfsburg kommen. Und ich habe schon gehört, Alex, du würdest dich über den Herrn Glasner außerordentlich freuen. Ja, aber ich fürchte, ich stoße jetzt hier auf ganz viel Gegenwind, weil... Das werden wir sehen. Ja, ist mir bis jetzt vielfältig um die Ohren geweht, wann immer ich meinen Unmut kundgetan habe. Aber ich wäre tatsächlich nicht happy mit Glasner und das, der steht auf meiner Favoritenliste sehr weit unten. Aber warum? Das ist ja die entscheidende Frage. Ja, ich habe es auf Twitter versucht zu erklären. Das ist gar nicht so leicht in Worte zu fassen. Ich finde, das ist ein für mich von Grund auf unsympathischer Typ, weil er so ein unnahbarer, emotionsloser, weiß ich nicht, ist. Ne? Also, ich meine, Sympathie in Worte zu fassen, ist halt auch immer schwer, aber also der ist nicht Fisch, nicht Fleisch, der ist so ein bisschen, ich habe ein ähnliches Problem wie mit Thomas Schaaf mit ihm. Die stecke ich so ein bisschen in eine Schublade. Plus Glasner hat für mich auch noch sowas Jogi Löw dabei. So, ja, und also keine Ahnung, das ist niemand, der irgendwie ein Spieler, der vom Spielfeldrand kommt, mal in den Arm nimmt, wo eine gewisse Herzlichkeit dabei ist. Ich glaube nicht, dass das so der große... Ich kann mir nicht vorstellen, dass der in der Kabine steht und die Leute so richtig heiß auf das nächste Spiel macht. Aber Eintracht lebt von seinen Emotionen. Und da so ein
nichts Emotionsmensch an der Seitenlinie, tue ich mir schwer mit. Also ich meine gestammelten Worte in den Sinn bringen. Nee, ich verstehe schon, was du meinst. Also er ist halt so ein bisschen wenig nahbar. Etwas, was man ja der ein oder andere bei Hütter auch am Anfang direkt gesagt hatte und ja auch gesagt ja, hat. Ja, bei Hütter ist es auf eine andere Art und Weise. Ja. Der hat sowas, bei Hütter ist das so eine professionelle Distanz. Aber trotzdem ist das ein Smile-Typ und auch jemand, der so ein bisschen, ja, ich finde, es ist was anderes. So ein Glasner, der, also mit dem hätte ich noch nicht mal Bock, was trinken zu gehen. Also wenn jetzt jemand anrufen würde und sagen würde, ey, Oliver Glasner möchte ich mit dir treffen, heute Abend mal essen gehen, ein bisschen Ideen austauschen, ja, nee, aber heute Abend kommt Fußball im Fernsehen. Weiß ich nicht. Ja, ja, kann, also ich kann's verstehen, ich weiß nicht, Marvin, Dennis, wie ist so eure Meinung jetzt mal nur auf dieses, ist er einer vom Typ her, der zu uns passen würde? Ja, also ich kann das schon nachvollziehen, also bei mir ist es jetzt gerade so, weil ich schon weiß, dass es auf jeden Fall ein absoluter Fachmann ist, wenn wir auch sehen, was er in Wolfsburg gemacht hat mit so einem sehr klinischen Team, lässt einen extrem guten Fußball, erfolgreichen Fußball spielen, macht auch Spieler besser und das ist halt genau der Punkt. Also wenn du nur von der Thematik gehst, was kann er mit den einzelnen Spielern erreichen, dann glaube ich, dann ist es, ich habe es auch am Montag schon erwähnt, ist er halt so ein, nee, das stimmt gar nicht, das habe ich heute erwähnt. Heute? Ja, genau. Ist er so ein Typ Bessermacher. Also er ist schon jemand, der Spiele potenziell einfach besser machen kann. Wir sehen halt bei einigen Spielern, Babu nach einer schwierigen Zeit ist er gut reingewachsen, hat sich gut gemacht. Wir sehen, dass das ganze Team stabiler geworden ist. Auch in Wout Weghorst hat nochmal einen Sprung gemacht. Da sind einige, also von diesem Aspekt, das muss ich sagen, der ist ein absoluter Fachmann. Ich kann aber Alex komplett nachvollziehen, weil ich auch erwähnt habe, so das Gefühlige geht mir halt flöten. Ne? Deswegen hatte ich damals gesagt, ich würde halt einen Ralf Hasenhüttl einfach ein Stück geiler finden, weil das halt für mich so ein geiler Typ ist, mit dem hätte ich Bock, irgendwie ein Bierchen zu trinken, den auch mit den zu umarmen, wenn die Eintracht eskaliert. Und also das ist halt dieser nahbare Typ und Glasner ist halt wirklich so, ist halt so ein bisschen in Plastik eingepackt, so. Ist für mich ein bisschen schwierig, aber ich weiß halt, das ganze Bundesliga-Geschäft ist ja auch nicht anders, wenn ich mir angucke. So ein Tuchel ist ja auch aufpassen, dass du, wenn ein Windhauch kommt, dass der weggeweht wird oder sich drei Knochen bricht. Ja, wir haben ja lauter schwierige Typen mittlerweile auch in diesem Geschäft. Auch ein Julian Nagelsmann sieht auch ja so glattgeleckt aus. Mit dem würde ich auch kein Bier trinken. Der trinkt wahrscheinlich eh nur Sirup oder irgend sowas. Und dann zuckerfreien Sirup wahrscheinlich. Zuckerfreies, also auch, kalorienarmes Wasser wahrscheinlich. Ja, genau. Also auch das ist ja, aber das sind, aber trotzdem ist ja Nagelsmann ein geiler, also ein fachlich extrem erfolgreicher Trainer, ein Tuchel genauso. Und das ist halt momentan diese Schwierigkeit, die wir haben, aber ich kann es nachvollziehen. Aber die sind beide irgendwie emotional belegt. Und ein Glasner ist es gar nicht. Also das ist zum Namen. Aber weißt du das denn? Also, nee, gar nicht, weil Wolfsburg, dieses ganze Team ist für mich so. So, ja, und das ist genau das Problem. Vielleicht ist es ein bisschen zu subjektiv, weil natürlich verfolge ich auch nicht so viele Wolfsburg-Spiele. Ich setze mich natürlich nicht in meiner Freizeit hin und sage, ah, oh, Wolfsburg gegen Augsburg. Ja, da schau mal her. So, natürlich gucke ich mir da muss schon viel passieren. Also jetzt wärst du mir aber auch komisch geworden. Ja, aber also, das ist natürlich aber auch das trübt natürlich unsere Erinnerung. Und da müssen wir vielleicht auch sagen, vielleicht ist es ja ein bisschen anders. Den kecken Spruch, den er bezüglich Adi Hütter gelassen hat, so, ja, wollen Sie hier mal nicht klar bekennen, dass Sie hier zu Wolfsburg, ja, wie der Adi oder was? So, das war doch ein geiler Spruch eigentlich, ne? Wo du normalerweise schon gemerkt hast, der kann schon lustig sein. Ja, aber wenn der jetzt zur Eintracht wechselt, ist dieser Spruch schon gar nicht mehr geil, ne? Also ich meine, ist er sogar ein bisschen, also dann ist er richtig assi sogar. Findest du, es gab ja damals schon diese Gerüchte, dass er zur Eintracht wechselt. Und ich fand das eben, gerade weil er es halt nicht gemacht hat, weil er nicht dieses Statement abgegeben hat, ich bleibe, sondern weil er genau wusste, wie das Trainergeschäft geht, fand ich das eigentlich ganz lustig, aber kann man anders beurteilen. Also wie gesagt, ich habe Wolfsburg heute ja noch nicht so im Fokus. Dennis, wie siehst du das? Oh, ich geh da voll mit euch. Also ich muss sagen, es fehlt mir auch so ein bisschen, ich hätte gern mal wieder einen Trainer, der ein Kumpeltyp ist. Und ich muss sagen, bei Hütter habe ich mir auch lange Zeit schwer getan. Und es ist schon so, dass Marvin, da hast du was ganz Wichtiges gesagt. Glasner, wenn du ihn nach der Performance, die er mit der Eintracht, und wir sehen hier ja immer wieder, und was wollen wir eigentlich mit der Eintracht erreichen, dass die Spieler hier
ihr Potenzial voll ausschöpfen können. Und ich glaube tatsächlich, dass er da genau der richtige Mann ist, das zu handeln. Internationale, ja, ich sag jetzt mal, dieses internationale Business, was ja bei der Eintracht immer auch ein sehr internationaler Verein ja, auch notwendig ist, glaube ich auch, dass er es bringen kann. Es ist, glaube ich, so, er wird vielleicht nicht der Fanliebling sein wieder. Das ist vielleicht so. Auf der anderen Seite glaube ich tatsächlich, dass wenn wir ihn verpflichten können, er uns wirklich da auch weiterhin gut oben aufstellen wird. Und auch gerade die Mannschaft, und das muss man sagen, ist, wie du hast was Richtiges gesagt, auch mit Weghorst oder Weghorst, oder wie auch immer man den Namen ausspricht, der hat ja schon auch jetzt unter ihm nochmal richtig Performance zugelegt. Da kann ich mir schon vorstellen, dass hier der ein oder andere bei uns auch dann nochmal ein Level drauf oder zumindest das Level halten kann, denn die sind ja teilweise wirklich im absoluten Form hoch. Ja. Nein, also da mache ich mir keine Sorgen. Es ist für andere Namen. Andere Namen hätten mir mehr Angst gemacht. Aber gebt ihr mal bitte, ich meine, über welchem Niveau diskutieren wir hier gerade? Wir diskutieren über einen Trainer, der aktuell bei einem Tabellendritten ist. Wirklich in der Bundesliga, der eine krasse Performance abgeliefert hat, wo wir gedacht haben, oh Gott, wie kriegen wir es hin gegen Wolfsburg? So, also, das müssen wir mal überlegen, dass wir hier aktuell auf einem Regal sprechen, was extrem weit oben ist. Normalerweise, vor 2 Jahren hätten wir gerade nicht über, oder was war 2 Jahren? Das ist jetzt alles schon ein bisschen, der Aufwärtsweg der Eintracht läuft ja besser. Aber stellen wir uns mal vor, vor Kovac kam, da haben wir irgendwann mal über Roger Schmidt gesprochen, der war jetzt auch erneut in der Verlosung, aber ansonsten hätten wir uns jetzt aber über den vergleichsweise mehr gefreut wie über Glasner. Okay, also hättest du, okay, das ist ja auch vollkommen legitim. Also Hasenhüttl und Schmidt sind so meine, da hätte ich auf beide, hätte ich voll Bock, und Schmidt sehe ich noch nicht ganz aus der Verlosung. Kann ja sein. Ja, also ist auch durchaus möglich. Er hat nur leider selber gesagt, dass er, ich finde, Roger Schmidt ist ein weirder Typ, ehrlich gesagt, mit diesen dunklen Haaren. Aber der kommt irgendwie, kommt er nicht auch aus deiner Gegend so? So ein bisschen, ne? Gar nicht so weit weg. Also, wo du mal gewohnt hast. Ich muss googeln, wo er herkommt. Na, er kommt aus dem Sauerland tatsächlich, also nicht so weit. Ja, ne? Ja. Sauerland und Westerwald, das ist ja jetzt schon. Ja, das ist komplett anders. Also Richtung. Ja, mein Freund sagt immer, ich komme aus der Pfalz, weil das Bundesland Rheinland-Pfalz heißt, aus dem ich komme. Also, der kommt aus meiner Ecke. Alex ist ein Pfälzer Mädchen, hervorragend. Das ist außerhalb von Frankfurt, also meine Hut. Also Pfalz. Ich verstehe Alex, Punkt, total. Ich hätte auch tatsächlich gerne jemanden, also wenn ich es persönlich aussuchen würde, dann hätte ich auch gerne jemanden, der mit so Emotionen an der Seitenlinie ist, wo ich auch so das Gefühl habe oder wo ich auch so hoffe, dass die Spieler dadurch nochmal angetrieben werden, weil sie irgendwie Angst haben müssen, dass wenn sie da jetzt irgendwie 3 Fehlschritte machen, dass der Trainer im laufenden Spiel aufs Feld kommt und ihnen den Kopf abreißt, weil sie irgendwie nicht das machen, was sie sollen. Auf der anderen Seite hätte ich halt auch gerne jemanden, der ihn weiterentwickelt und Marvin hat, oder die Spieler weiterentwickelt, und Marvin hat gerade einen wichtigen Punkt gesagt, bezogen auf Glasner, dass er in Wolfsburg in einem klinischen Umfeld mit klinischen Spielern sie geschafft hat, weiterzuentwickeln. Und dann gucke ich nach Frankfurt und denke, ja, wir haben kein klinisches Umfeld und wir haben auch keine klinischen Spieler, sondern wir haben halt ganz andere Werte. Und da fehlt mir dann so ein bisschen die Beweisprobe, dass er tatsächlich in der Lage ist, dort die Spieler zu entwickeln. Das fehlt mir noch. Ich will deswegen nicht ausschließen, aber da fehlt mir die Beweisprobe für. Völlig okay. Wen hast du denn auf der Liste? Ich fand tatsächlich dein Hasenhüttl-Thema gut, wobei ich nicht glaube, dass er gerade eben Bock hat, zu uns zu kommen. Ich wäre tatsächlich, wenn ich mir jetzt mal eure Liste hier von Fußball. Liste? Wo ist denn welche in der Liste? Aktuellen Fußball 2000 gab es 4 Trainernamen: Glasner, Hasenhüttl, den von Patricia, wo ich jetzt nicht versuche, den Namen auszusprechen, von Bern, und Daniel Farke. Wären tatsächlich Hasenhüttl und Farke so meine Favoriten. Mhm. Wobei das natürlich auch regalbrettmäßig schon auch, du nimmst Leute aus der Premier League, die dann zur Eintracht kommen, ist halt auch nochmal irgendwie gefühlt ein Regalboden oben drüber. Alex? Ich wollte eben eigentlich auch nur noch sowas einbringen, was vielleicht ganz gut ist, wenn Glasner kommen sollte und wir uns alle nicht so gut mit dem anfreunden können, könnte das sogar ein positiver Effekt sein, weil Leute bei der Eintracht immer gut performt haben, die wir am Anfang mies geredet haben. Bobic, Hübner zählte auch dazu.
wenn wir in die Outtakes des Eintracht-Podcasts mal weit zurückgehen, wo ich sage, ja, keine Ahnung, wer ist denn dieser Hübner? Was will er denn jetzt hier wegen Wiesbaden, Junge, Junge? Der ein oder andere in dieser Runde hier war auch damals von der Boateng-Verpflichtung nicht so begeistert. Ich will ja keine Namen nennen. Ich auch gehört, dass so Leute ja, Alex, jetzt kommt's raus. Aber da waren wir ja alle sehr angetan. Also bis auf die Alex. Also ja, es kann so oder so funktionieren. Also irgendein Gegenpol braucht's halt. Ja, das stimmt. Aber Alex, also für dich wäre es im Endeffekt so, du würdest natürlich einen Roger Schmidt ganz gerne sehen, ne? Und ansonsten, wen hättest du, gibt's noch sonst jemanden, den wir noch gar nicht genannt haben, den du irgendwie ganz cool finden würdest? Okay. Dennis? Boah, da bin ich auch raus. Also wir haben sie ja jetzt wirklich die Leute schon besprochen und ich glaube tatsächlich, dass Klasner sehr gute Chancen hat, muss ich tatsächlich sagen. Gerade mit Roger Schmidt, ich glaube ja, da gab es ja auch diese Aussagen, er ist ja momentan noch bei Eindhoven, also da wirklich auch gut. Ja, aber er hat ja auch nicht gesagt, ich erfülle auf jeden Fall meinen Vertrag, sondern er hat ja auch gesagt, ich bin ja hier angetreten mit einem Zweijahresvertrag und mein Plan war schon, diese 2 Jahre auch durchzuziehen. Also so ein richtig klares und selbst wenn, ne? Eine klare also, Absage war es nicht, ja, ja. Genau. Selbst so, wenn ist auch klares, heute nichts wert. Ich bleibe, ist ja auch nichts mehr wert. So von daher. Ja, verstehe ich. Kannst du ja auf nichts was geben. Ja. Stimmt. Ja. Also. Aber gibt es nicht auch diese Querelen bei Klasner und VW? Ich weiß Schmattke, es nicht, keine Ahnung. Eher ja, mit Klasner Schmattke, und Schmattke, ja. Schmattke. Die da irgendwie nicht so gut können. Schmattke ist also ja, aber das, das macht das, ihn wieder sympathisch. Ich finde es schon krass, weil Schmattke ist ja wirklich, der hat ja mit so vielen Trainern immer Beef, ne? Bis auf Hacking ist es ja immer wieder so, dass du immer das Gefühl hast, oh Gott, mit sämtlichen gibt es da wieder irgendwie Stress und ich weiß nicht mal genau, was da Sache ist. Ich weiß es auf jeden Fall. Man hat ja zwischenzeitlich mal gehört, dass Schmack entweder gesagt hat, entweder verlängert Glasner oder wir schmeißen ihn noch raus, so nach dem Motto, ja. Also wirklich schon heftige. Also es gibt anscheinend so eine interne Deadline, so bis 15. Mai, bis dahin einiges feststehen sollte. Also ich bin unsicher, inwiefern sich das entwickelt, aber Schmattke scheint für mich auch nicht so ganz so easy zu sein. Mal abwarten. Ja gut, aber es wäre ja zumindest immer diese Deadline 15. Mai scheint ja tatsächlich da das Stichdatum zu sein, was ja durchaus dann auch für uns sprechen könnte, dann auch schnell Klarheit zu bekommen und dann auch jetzt mit Blick auf die letzten 3 Spiele dann auch so eine positive Nachricht vielleicht im Vorfeld von dem ein oder anderen Spiel dann da noch fallen lassen zu können. Ja, aber ist das, ich weiß es gar nicht. Also agieren wir auf der Trainerposition jetzt so schnell oder wird da im Hintergrund noch ein bisschen rumgemacht? Weil Krösche hat vor 3 Tagen unterschrieben, wenn ich jetzt die nächsten 5 Jahre für das sportliche Geschehen verantwortlich wäre, würde ich mir den Trainer gerne selbst aussuchen. Und wenn Holzer dann irgendwie sagt, apropos, wir können hier den Glasner, den können wir sofort kriegen. Ja. Und ich bin da noch nicht so hundertprozentig von überzeugt, würde ich sagen, ja, mach mal langsam, lass mich mal anfangen, ich mach das mit dem Trainer schon. Ja gut, aber der wird jetzt nicht erst am 1.6. hier sein Amt antreten und dann einen Trainer suchen, weil du wirst ja jetzt auch schon langsam mit dem einen oder anderen Spieler entweder über Verlängerungen, Fortführungen oder neuen Vertrag reden, also mit neuen Spielern über neue Verträge. Ja, da das machen ja jetzt hier Manga und Dings da, ne? Ja, aber auch da willst du dich ja jetzt schon als Sportvorstand einklinken und Trainer ist so die erste Position und ich stelle mir das, also in meiner Wahrnehmung wird in diesen 30 Stunden Gespräch, die geführt haben, auch dieses Thema Trainer geführt worden sein. Mit Sicherheit, glaube ich. Da wird mit Sicherheit auch gesagt worden, so, ey, wir haben mal mit Folgenden uns auseinandergesetzt, wir haben da mal Recherche betrieben und das sind aus unserer Sicht so die 3 in der engeren Wahl. Was ist denn da so deine Meinung dazu? Also das ist ja auch so. Ich denke das schon, ja dass schon die sich damit auseinandersetzen. Und bis zum 15. sind es jetzt noch 11 Tage und der wird da mit Sicherheit schon im Hintergrund werkeln und da mitmischen. Also ja, aber das ist ja auch sogar, glaube ich, schon bestätigt, dass es jetzt ein engeres Feld gibt, mit dem jetzt noch Krösche auch beauftragt oder beziehungsweise in Verbindung gesetzt wird. Also es gibt ein engeres Umfeld von einem 3, 4 Kandidaten wohl, mit denen sich dann nochmal Krösche in Verbindung setzt, nochmal überlegt, was könnte mir am besten passen und dass es dann, wenn alles super passt und wenn beide Seiten wollen, dass es dann irgendwie finalisiert wird. Also ich glaube, es wird genau so laufen, aber es läuft nichts, Alex. Hast du natürlich auch vollkommen recht.
ohne dass Krösche sagt, dass er das geil findet oder nicht geil findet, weil es macht ja gar keinen Sinn, wenn er irgendjemanden vorgesetzt bekäme, mit dem er gar nicht arbeiten wollen würde. Das wäre ja komplett kontraproduktiv. Also eine Vorauswahl wurde getroffen, aber jetzt ist er wieder in Charge oder jetzt ist er in Charge und muss dann die finalen Situationen mit Ben Manga gemeinsam entscheiden, damit man sagt, okay, man unterzeichnet den Vertrag. Und dann hoffen wir, dass es nicht so kommt, dass dann irgendjemand, den wir dann gut finden, irgendwo anders landet. Stimmt, ja. Eine Sache der dazu, Marvin, weil du musst ja sagen, der Trainerposten muss jetzt dringend trotzdem besetzt werden, weil auch, klar, ihr habt recht, klar kann das Krösche und kann Ben Manga hier den Kader zusammenstellen, aber es gibt doch nichts Schlimmeres, als wenn du im Endeffekt einen nicht passenden Kader zum falschen Trainer im Endeffekt zusammengestellt hast und entweder sind die Spieler weg bei den anderen Vereinen oder du hast das Problem, dass, ihr habt es gerade richtig gesagt, es gibt sicherlich auch Abgänge, die das auch ein bisschen abhängig davon machen, wer kommt denn da als Trainer, Zugänge, wenn es davon abmachen, wer ist da als Trainer bei der Eintracht? Also ich glaube tatsächlich, du musst hier höllisch aufpassen, dass du schnell Klarheiten schaffst und dort auch die Leute entscheidest, denn wenn du dann am Ende einen großen, breiten Kader hast, der vielleicht auch schon viel Geld gekostet hat und dann kommt ein Trainer und der kommt mit dem Kader überhaupt nicht zurecht und sagt, ach, mit dem kann ich nichts anfangen, wir müssten eigentlich nachlegen, das Geld ist aber weg oder die Spieler sind einfach schon entsprechend in anderen vertraglichen Verbindungen, dann hast du echt ein Problem. Und das wäre, glaube ich, was wir auf keinen Fall gebrauchen können. Deshalb bin ich dafür, so schnell wie möglich was zu machen. Ne? Ja, also ich glaube auch, also ja, ich bin da vollkommen bei dir. Am liebsten hätte ich das jetzt auch morgen oder übermorgen schon. Ich hoffe auch nicht, dass es noch zu lange dauert. Und ich glaube übrigens auch, wir werden es ja gleich noch sagen, dass wir ja relativ, wir sind ja sicher in Europa, dass das schon mal ein wichtiger Sprung war, um so die großen Kandidaten auch in der Nähe bei sich zu halten, die auch wirklich irgendwie Interesse haben, dass jetzt ein Erik ten Hag nicht Trainer von der Eintracht wird, auch wenn wir es uns gewünscht hätten, weil er ein geiler Typ ist und weil er erfolgreich ist, dass er dann weiter in der Champions League rumwurstelt mit Ajax, ist vielleicht auch klar. Der Alex hat recht, vielleicht ist mit Roger Schmidt noch gar nicht alles gegessen, vielleicht kann da doch noch was passieren, wer weiß, gerade wenn der Kader durcheinander gewirbelt wird, sieht die Situation vielleicht doch plötzlich wieder ganz anders aus, wenn vielleicht Mario Götze den Verein verlässt, vielleicht ist dann doch wieder was möglich, das wissen wir nicht genau. Ja. Es kann schon noch viel passieren, aber Dennis, im Optimalfall dauert es nicht mehr ganz so lange, aber ich sag mal so, eine Woche haben wir noch Zeit oder zwei. Das auf jeden Fall. Aber ich denke schon, dass da irgendwann im Zeitraum von dieser ausklingenden Bundesliga-Phase dort auch eine Meldung passieren wird. Ja, dann, ich weiß nicht, ob wir es in dem Kreis schon mal erwähnt haben, aber die Eintracht ist nächstes Jahr wieder im internationalen Geschäft. Wir haben die Europa League sicher. Und jetzt tatsächlich nicht Conference League, sondern Europa League, dadurch, dass ja dieses wunderbare DFB-Pokal-Finale zwischen Dortmund und Leipzig stattfinden wird. Kurze Frage am Rande, schaut ihr das, ja oder nein, Marvin? Gebe ich mal weiter. Okay, Marvin jetzt aus. Alex? Ja, wahrscheinlich, ne? Also aufgrund mangelnder Beschäftigung, dass es immer noch gibt, gucke ich mir echt ganz schön viel an. Echt? Ja, ich gucke mir fast da gar nichts mehr an. Ich muss echt sagen, ohne Scheiß, manchmal, es fällt mir sogar auf, ach krass, heute ist Bundesliga, weiß ich, aber heute ist auch Champions League. Also ich weiß gar nicht, also ich glaube, es würde mich einfach mehr interessieren, wenn Fans wieder im Stadion wären, ne? Oder so ein paar. Mittlerweile ist ja jetzt in der Premier League sind ja wieder ein paar Zuschauer. Da ist es instant geiler für mich, so, aber so halt diese Synthetik des Fußballs, dann auch gerade am Champions League Niveau. Ganz ehrlich, wenn die da jetzt irgendwann bald die Super League vom Fernsehen wahrscheinlich jetzt nicht machen, aber die neue Champions League, wenn die Reform dann vollzogen ist, die ist ja eh nicht synthetisch. Ja, das ist halt auch alles scheiße. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, aber die Alex hat einen wichtigen Punkt angesprochen. Wird einem ja gerade langweilig aktuell. Kann man nicht viel machen. Ja, also so ist es auch, ne? Ist nicht, dass ich es geil finde und mir denke, oh ja, mega, heute Abend spielt ja Nachholspiel Kiel gegen keine Ahnung was. Und genau, der HSV spielt ja noch gegen, und ach hier, Berlin hat ja auch noch Nachholspiel. Sagen, hast du gestern Berlin gegen Mainz geguckt? Ja, ich hab's geguckt. Aber das ist so ein bisschen wie, plätschert nebenher, ne? Genau, also wie Radio anmachen. Einfach weil, also im Fernsehen kommt ja auch nichts. Und ich kann nicht die ganze Zeit Serien suchten und sowas. Also da bin ich halt auch nicht. Und bei so einem Fußballspiel, das läuft, du kannst dich nebenbei unterhalten. Du musst nicht zurückspulen, weil du gerade irgendeine krasse Szene verpasst hast oder so. Du kannst nebenbei noch ein Spiel spielen, kochen, essen. Das ist so nebenbei Unterhaltung. Ja, okay, verstehe. Da
Das Spiel, habe ich das richtig gesehen, dass das an einem Donnerstag kommt? 13. Mai und verschiebt damit tatsächlich ja den vorletzten Spieltag. Dadurch spielt ja dann Dortmund und Leipzig nicht wie alle anderen am Samstag, sondern erst am Sonntag. Okay. Genau. Weil ist halt so, weil Terminplan, ne? Ist ja wichtig. Vielleicht gucke ich es mir an und freue mich oder hoffe auf Dortmund wohl. Ja. Ja. Ja, Dortmund kann man schon, kann man schon mal die Daumen drücken da. In dem Fall tatsächlich schon, ja. Genau. Okay. Ich werde sowieso zu so einem kleinen Dortmund-Fanboy, stelle ich immer wieder fest, weil das sind die. Das ist der falsche Podcast. Ich weiß, aber das sind leider die einzigen, die da oben noch mit uns mit rumgespült werden, ja. Die man tatsächlich irgendwie sich antun kann. Also da oben steht Bayern, will ich nicht. Da oben steht Leipzig, will ich nicht. Da oben steht Wolfsburg, will ich nicht. Was ist denn das alles für ein Rotz? Ich will auch nicht Bayer Leverkusen und so ein Scheiß. Also da bleibt ja am Ende des Tages nur noch Dortmund, wo ich sagen kann, ja, wenn die gewinnen, ist, wenn es ja, nicht ja, gerade ja, gegen uns geht. Jetzt mal nicht übertreiben, so viel gewinnen müssen sie jetzt in den letzten drei Spielen nicht mehr. Nee, das auf gar keinen Fall. Aber ansonsten. Da werde ich sogar zum Mainz-Fan. Also jetzt übertreibst du es aber total. Wir waren aber jetzt bei dem Punkt, wir haben die Euroleague sicher. Es gibt noch irgendwie so einen mini kleinen Punkt, wie wir irgendwie in die Conference League rein rechnerisch rutschen könnten, wenn Dortmund den Pokal gewinnt und nur irgendwie Siebter wird. Und dann könnten wir noch irgendwie in diese Conference League reinrutschen. Aber das ist so eigentlich null Chance, weil dafür müsste Dortmund alle drei letzten Spiele verlieren und Union oder Gladbach alle drei Spiele gewinnen. Was, glaube ich, in dieser Konstellation, also wenn das tatsächlich so passiert, dann sollte ich einen Lottoschein ausfüllen, eher unwahrscheinlich ist. Also, von daher. Ihr euch so beschäftigt, ey. Ja, es Torverhältnis also, halt auch noch, ne? Für das mich gibt es nur eine Frage, Champions League, ja, nein. Aber das, das ist genau das Einzige, was mich gerade beschäftigt. Das ist der große Punkt, da kommen wir gleich dazu. Aber auf jeden Fall, wir haben die Euroleague, sicher und sind auf jeden Fall sicher, in einem internationalen Wettbewerb und ja auch damit direkt in der Gruppenphase, weil Qualifikation ist ja jetzt auch da nicht mehr für Deutschland. Das ist ja schon mal ein großer Vorteil auch für, ich glaube Marvin hat es gerade eben angesprochen, für das Thema Kaderplanung für die nächste Saison einfach zu wissen, okay, wir haben diesen Wettbewerb, wir haben einen gewissen Grundsatz an Einnahmen damit. Das hilft ja auch nochmal ganz enorm. Ich glaube, wenn wir am Anfang dieser Saison uns einer gesagt hätte, dass wir diesen Schritt am Ende haben und wieder international spielen, dann hätten wir direkt gesagt, okay, brauchst gar nicht anpfeifen, wir machen das so. Ja, aber das ist, ja, überleg dir mal, im Oktober hätte ich das niemals gedacht, ne? Da hätte ich niemals drüber nachgedacht, kommen wir sicher, ganz sicher in die Europa League. Ja. Da hätte ich gedacht, okay, alles klar, wo muss ich unterschreiben? Geil, super, super Erfolg da noch, ne? Aber ich meine, jetzt, und jetzt, was Alex gerade gesagt hat, sind wir auf dem Weg in die Champions League. Yes. Und jetzt geht's absolut irgendwie in die Richtung, und um uns ein bisschen wieder Feuer zu machen. Da gab's jetzt zuletzt auch eine Fanaktion 51.500 auch bei Twitter. Guck da mal rein, und das fand ich eine richtig coole Aktion, wo es im Endeffekt darum ging, alle Fans, die leider nicht im Stadion sein können, weil ganz ehrlich, stell dir mal vor, die letzten Wochen im Stadion, ey, was, oder keine Ahnung, selbst Leverkusen, wie viele Leute nach Leverkusen, nicht nur die Hooligans, wenn wir alle zum Stadion gefahren und hätten gejubelt, hätten richtig Stimmung gemacht, die letzten drei Wochen, oder die nächsten drei Wochen, das wäre komplette Eskalation bei uns allen gewesen, ja, und so sitzen wir zu Hause, und da haben die sich gedacht, okay, weißt du was, irgendwie müssen wir aber zeigen, der Mannschaft zeigen, dass wir vor Ort sind. Und dann gibt es jetzt diese Postkartenaktion. Alle, wir erinnern uns daran, Hinti, da wurden die ganzen Karten nach Augsburg geschickt, yes. Und dann kam Hinti wieder zurück zur Eintracht und sich gedacht, okay, das machen wir jetzt nochmal, aber als Motivation. Und René, da haben wir einen der Initiatoren, und zwar den Thomas, und der hat uns mal gesagt, was es genau damit auf sich hat. Und das kannst du ja mal einspielen und dann, liebe Leute, alle mitmachen, alle Karten und Postkarten organisieren. Genau, hier kommt jetzt der Thomas von der Fanaktion 51.500. Hey Eintracht-Podcast, herzlichen Dank an euch, dass wir hier unsere Fanaktion 51.500 vorstellen können. Die Aktion hat ein relativ simples Ziel. Wir wollen versuchen, bis zum Spiel gegen Mainz 51.500 Postkarten an die Geschäftsstelle der Eintracht schicken zu lassen. Und zwar von den Fans, die sonst am Sonntag im Stadion wären. Das wären nämlich genau 51.500 gewesen. Wir wollen der Mannschaft damit ein Signal senden, dass wir weiter hinter ihr stehen in dieser kritischen Phase,
jetzt, wo es darum geht, die Champions League zu erreichen, 3 Siege klar zu machen. Wir wollen Good Vibes ins Stadion schicken. Zum anderen wollen wir aber auch als Fans wieder ein bisschen Wir-Gefühl erleben, mal wieder eine gemeinsame Aktion machen. Ihr beim Eintracht-Podcast hattet ja auch so eine Aktion eingefordert und das wollen wir gerne einlösen. Die Aktion läuft jetzt seit 4 Tagen und wir haben damit, glaube ich, echt einen Nerv getroffen. Wir haben über 400.000 Impressions bei unserem Auftakt-Tweet. Wir haben viele Medien, die darüber berichtet haben. FAZ, Kicker, Sportschau, RTL, Hessischer Rundfunk natürlich. Wir haben Unterstützung von Jan Arge Fjordhoft, von Omid Nuripur, von Jelson Fernandes. Gerre von Tankard schreibt gerade Karten. Aber das Wichtige ist, wir haben noch nicht gewonnen. Es fehlen noch Postkarten bis zur 51.500. Das ist nämlich eine verdammt hohe Zahl, wie wir gemerkt haben. Deshalb wäre es total wichtig, dass jeder, der jetzt zuhört, sich 1, 2, 3 Postkarten schnappt, das darauf schreibt, was er der Eintracht für die letzten 3 Spiele mit auf den Weg geben möchte. 60 Cent Briefmarke drauf und raus damit. Vorher aber noch ein Foto machen. Das Foto über die sozialen Kanäle posten, damit die Aktion bis zum Wochenende auch weiter viral bleibt. Wenn ihr Fragen zur Aktion habt, am besten über unseren Twitter-Account @fanaktion51.500. Und wir haben einen Ruf zu verlieren. Ein Fan aus Dortmund hat getwittert, klasse Aktion, sowas schaffen in Deutschland nur die Fans von Eintracht Frankfurt. Und das müsste ja mit dem Teufel zugehen, wenn wir das jetzt nicht auch hinbekommen. Dazu brauchen wir eure Hilfe. Also unterstützt uns, lasst uns die 51.500 schaffen und Eintracht Podcast, nochmal danke für die 2,5 Minuten, dass ich hier sprechen durfte. Vielen Dank und tschüss. Mega. Also ihr seht, liebe Leute, macht da mit. Es ist, ich werde jetzt auch morgen, also beziehungsweise Mittwoch, auch noch mal eine Karte raushauen, ja. Und dann, jetzt noch mal ein bisschen Endspurt, damit das auch wirklich klappen kann. Ich bin da ziemlich optimistisch und jetzt haben wir das auch hier noch mal verteilt. Und ich hoffe, dass es jeder, der jetzt hier zuhört, das jetzt mal machen kann. Postkarte kostet nicht viel Geld. Ich bin aber sehr interessiert daran, auf die Bilder aus der Geschäftsstelle, die dann die ganzen Postkarten, vielleicht den ganzen Berg der Postkarten vielleicht auch mal abbilden würden. Würde ich mir auf jeden Fall freuen. Aber das ist halt diese Verrücktheit der Eintracht-Fans, was Geileres gibt's nicht. Also Forza SGE Hashtag nutzen und mitmachen. Ja, ist eine großartige Aktion. Und hast du es gehört, was er gesagt hat? Wir haben es gefordert. Marvin, du hast es damals gefordert. Du bist der Auslöser von dem Ganzen. Nein. Das sind wir alle. Alle 51.500 zusammen. Es fordert ja ganz viele, weil es bringt ja nichts, wenn einer irgendwas sagt, sondern wir müssen alle da mitmachen. Und dann, ich glaube daran, aber liebe Leute, es ist doch ein historisches Ziel. Guck mal, wir haben es ja immer noch selbst in der Hand. Überlegt ihr das mal. Wir haben jetzt mit 3 Spielen, die wir noch haben, wenn wir alle 3 gewinnen, und da ist natürlich der Game Changer das nächste Spiel auch in Mainz, da müssen wir ja gleich drüber sprechen. Aber wenn wir alle 3 Spiele gewinnen, dann ist scheißegal. Unfassbar scheißegal, was alle anderen machen. Da kann Dortmund sich auf die Bäume stellen und kann jubeln und kann rufen und kann Flaggen hissen, kann alles machen, was sie wollen. Da kann auch Haaland 30 Tore noch schießen in den letzten 3 Spielen. Und sie schaffen es trotzdem nicht, weil wenn wir unsere 3 Spiele gewinnen, dann sind wir safe in der Europa League. Nicht nur in der Europa League, sondern in der Champions League. Ja. Also wir haben, wie hatte ich es im Vorgespräch gesagt, wir haben die Karotte nicht nur von der Nase, wir haben sie quasi schon im Mund, und wenn wir es jetzt schaffen, da noch 3 Spiele durchzuhalten, dann können wir kraftvoll zubeißen. Das sollte ja irgendwie drin sein, aber Marvin hat es auch gesagt, der Gamechanger, das Gamechanger-Spiel steht quasi vor der Tür mit dem Mainz-Spiel jetzt am Wochenende, Sonntag 15:30 zu Hause, normalerweise eben ja im, wie Thomas gerade eben angesprochen hat, im Beitrag volle Hütte. Das ist das Spiel von den 3, was mir persönlich tatsächlich am meisten Bammel macht. Alex, du hast die Mainzer gestern Abend gesehen. Wie groß ist der Bammel bei dir? Ich will den gar nicht so aufkommen lassen. Ich will mit einem guten Gefühl in die nächsten 3 Spiele reingehen. Das sind alles machbare Aufgaben. Wir reden hier immer noch von Mainz. Wir müssen keine Angst vor Mainz haben. Klar haben die auch gestern wieder ordentlich gespielt. Berlin hat ganz, ganz gut dagegen gehalten. Aber es ist Mainz. Das ist eine machbare Aufgabe. Und mit dem Spirit muss man einfach da reingehen. Ich finde es auch mega schade, nicht dabei sein zu können. Viel schlimmer finde ich fast noch, wenn es wirklich mit der Champions League klappen sollte und ich dann nicht dabei sein kann. So, das wäre ja auch
da passiert sowas once in a lifetime und dann dürfen wir nicht mit. Das machen wir, ganz ehrlich. Alex, du hast vollkommen recht. Aber liebe Leute, bis dahin, ey, wenn ganz ehrlich, wenn bis September der Laden hier nicht läuft und wenn wir bis September nicht ins Stadion dürfen, ist wirklich auch, da eskaliert die Sache hier komplett. Das, also ganz ehrlich, aber ich kann mir auch vorstellen, dass wenn das wirklich so laufen würde und das immer noch aus irgendeinem Grund nicht klappt, die sind ja auch nicht blöd, ne? Die wissen auch Bundestagswahl, die wollen positive Ergebnisse einfahren und da werden die bestimmt das nochmal ein bisschen auf, wenn die so ein bisschen pushen. Aber liebe Leute, im Zweifel, wenn selbst das nicht klappt, dann bin ich hundertprozentig sicher, dass sich ganz Frankfurter Umland in eine Glasdecke umgibt und 3 Wochen Quarantäne macht, nur damit jeder ins Stadion darf. Also da bin ich, denke ich, auch dran. Da wandern die ersten Leute da, wo die ersten Spiele sind, wandern halt dahin aus, dass sie dann da quasi irgendwie sind und so. Also da Kreativität können wir. Es ist halt was Einmaliges. Aber es ist halt was Einmaliges. Das Krasse ist, Alex sagt's ja, ey, das ist halt, wir waren noch nie so nah dran. Wir waren wirklich noch nie so nah dran. Es gab immer mal diese Momente, es gab immer die Chance, relativ in die Phalanx der ganz Großen einzuziehen. Und dann haben wir immer so Niederlagenserien am Ende der Saison gehabt, wo wir dann doch wieder abgebrochen sind. Wo aber natürlich auch, ich meine, erinnern wir uns die Hütter-Saison, Europacup, Halbfinale, da war auch schon zwischenzeitlich mehr drin. Ja. Die Kovac-Saison, als wir dann DFB-Pokal geholt haben, wo wir auch irgendwie relativ nah dran waren und dann sind wir noch eingekracht. Aber wir haben DFB-Pokal. Ja, wir hätten da eigentlich Europa schon wieder verkackt gehabt, ne? Ja, wir haben es über den Pokal noch geschafft. So ist das, ja. So, und das darf halt diesmal nicht mehr passieren und es sind genügend Leute mit dabei, die die Situation kennen, die wissen, wie es ist, auf die letzten Meter was zu verlieren. Und ich glaube, dass auch in der Mannschaft der richtige Spirit ist. So, nochmal zu dem Spiel gegen Mainz. Wir haben ja einen ganz cleveren Schachzug gemacht, Chor und Da Costa nach Mainz zu verleihen. Die werden doch nicht gegen uns spielen. Ja, aber das ist doch, ja, aber Alex, du hast ja vollkommen recht, aber genau das finde ich auch sehr, sehr interessant. Auf der einen Seite ist es natürlich so, ich glaube, dass ein Chor beispielsweise bei Mainz bleiben will, ganz sicher. Aber der wird doch auch froh sein, wenn Mainz sich relaxt in der Liga hält, die sind ja eigentlich schon relativ durch. Und die Eintracht könnte beispielsweise sagen, naja, also jetzt, wenn ihr jetzt, ne, also jetzt hier, naja, deswegen uns, hätte ich mir eigentlich gewünscht, dass sie gestern Abend gegen Berlin gewinnen, weil dann hätten sie nämlich ihren Klassenerhalt safe gehabt und dann brauchen sie das nicht gegen uns machen. Und ich glaube, das wäre dem einen oder anderen lieber gewesen. So. Glaube ich auch, aber andererseits ist es ja so, ich meine, guck dir die Liga an, da sind andere, die wirklich in größerer Bredouille sind als die Mainzer, die jetzt mit 12 Punkte, auf Platz 12 mit 35 Punkten sind, da sehe ich wirklich mehr größere Probleme bei Augsburg, bei Bremen, Bielefeld brauchen wir nicht drüber reden, also bevor die Berlin, da runterrutschen. Berlin hat ja halt auch mehr zu verlieren, was ist denn hier Big City Club auf einmal im Abstiegskampf? So, das ist in Mainz, ist es auch nicht geil abzusteigen, aber das ist kein Drama. In Berlin ist das nahezu ein Weltuntergang. Ja, aber Alex spricht da schon was Wichtiges an, sie sind halt noch nicht so 100% durch, klar sind sie noch durchaus weit davon weg, aber halt noch nicht komplett durch. Kennt ihr das Restprogramm von Mainz? Das ist mir gestern Abend das erste Mal bewusst geworden. Sie spielen gegen Dortmund und sie spielen gegen Wolfsburg. Sie spielen gegen alle 3 Champions League Aspiranten. Ja. Und das ist aber der nächste gute Punkt, weil es ist eigentlich die Königsmacher Mannschaft in dieser Saison. Weil, und das, jetzt will ich noch mal ganz kurz dazu sagen, was für uns sprechen kann, ist es, dass bei denen dem Spieltag gegen die Eintracht noch ein bisschen was geht. Das kann aber auch ein Vorteil sein. Das kann für uns ein Vorteil sein, denn, weil sie wissen, dass es noch bei denen um was geht, machen die vielleicht im Kopf ein paar mehr Fehler. Zehntner ist jetzt auch kein Torhüter, der nie Fehler macht. Wir müssen da genau darauf spielen, dass diese potenzielle Fehlerkultur sich da wieder einschleichen kann, weil wenn die das nämlich erstmal geschafft haben und wenn die erstmal durch sind, dann kann ich mir vorstellen, dass bei dieser extrem guten Offensive der Mainzer der Knoten vollends aufgeht und die dann nämlich hier schön durchrollen und dann werden die plötzlich für die Dortmunder nochmal ein richtig starker Gegner, weil die Mannschaft hat's ja drauf. Das haben wir ja zuletzt gesehen, haben ja gegen die Bayern gewonnen, das haben die jetzt nicht einfach so, weil es irgendwie mal schön gemacht, sondern weil die mit Qualität bestochen haben. Das heißt, wir wissen um die Stärke, wir wissen, dass ein geiler Spieler ist, wir wissen, dass ein Onisivo ganz gut sein kann, Da Costa hat große Vorteile in der letzten Zeit wieder errungen. Also wir sehen die ganz Opoetius und so weiter und so fort. Das sind alles gute Spieler, aber wenn der Benefit of the Doubt kann im Zuge der Eintracht oder zugunsten der Eintracht sein am Wochenende und wenn die dann durch sind, kann es vielleicht sein, dass die erst nochmal komplett rocken. Also das ist, ich versuche es natürlich positiv auszulegen, ihr merkt das. Dennis, was denkst du? Ja, gehe ich schon mit. Das einzige Problem ist, ich glaube tatsächlich, dass sie, ich weiß gar nicht, ob sie gegen uns gewinnen wollen. Ich glaube, sie werden gucken,
dass sie auf jeden Fall punkten. Und man muss ja immer sagen, der Eintracht tut es normalerweise gut, wenn der Gegner Vollgas gibt und ja, vielleicht von der Spielklasse her jetzt nicht unbedingt hier ganz oben mitspielt. Es war natürlich ein bisschen schade, dass wir da auch gegen Mannschaften, wo ich mir vielleicht zumindest was erhofft hätte, dann nicht so punkten könnten. Ich glaube, gegen Mainz wird's schwierig. Es wird ein wahrscheinlich schon ein Geeier werden. Ich glaube trotzdem, dass da schon das Schlüsselspiel ist. Wenn wir da gewinnen, sind wir nämlich, und da kommt jetzt der ganz, ganz wichtige Punkt, der hier, finde ich, immer so ein bisschen, es wird immer nur gesagt, oh, Dortmund holt uns noch ein, oh, Dortmund holt uns noch ein. Ja, scheiß doch drauf. Wir ziehen am Ende an Wolfsburg vorbei und sind trotzdem in der Champions League. Und da muss ich dir wirklich sagen, das ist für mich tatsächlich fast das realistischere Szenario, dass wir, wenn Dortmund an uns vorbeizieht, dann ist es halt am Ende so. Ne? Das ist die Qualität, ja, Dortmund, das kann passieren am Ende, das ist dann blöd. Du musst nur aufpassen, Wolfsburg hat doch genauso viel zu verlieren wie wir. Die haben vorher die ganze Zeit da mit einem relaxten Abstand genauso auf Platz 3 rumgegaukelt da oben und jetzt kommen wir immer näher, die anderen immer näher, Dortmund zieht am Ende an uns beiden noch vorbei, wir ziehen noch an Wolfsburg vorbei, dann sind wir trotzdem Vierter, sind in der Champions League, ist mir völlig recht, wir müssen einfach diesen Druck weiterhin aufbauen und das hast du, glaube ich, wenn du am Wochenende jetzt gegen Mainz gewinnst, für Wolfsburg ist ihr Endprogramm auch der Horror, du spielst gegen Berlin, die wirklich, also Union, die ja wirklich nicht einfach sind, dann haben die, glaube ich, noch Leipzig. Und ihr habt ja schon gesagt, Mainz war dann das Letzte, glaube ich. Ne? Ja. Also das ist schon auch nicht was, da fängt dann, glaube ich, das Gezitter auch für die an. Trotzdem, wir müssen uns einfach auf uns konzentrieren. Ich will ja eigentlich gar nicht auf die anderen gucken. Und Marvin, du hast vorhin schön eingeleitet, wenn wir alle drei Spiele gewinnen, können die anderen machen, was sie wollen. Wir sind auf jeden Fall in der Champions League. Aber auch wenn du dann mal einen Aussetzer hinten drin hast, du musst jetzt einfach diesen Druck hochhalten, dann gucken die anderen auch. Denn das ist ja genau das, was dann passiert. Die anderen denken, oh scheiße, die Eintracht hat gewonnen. Und nee, jetzt hat die auch nur noch so Gaukelclubs, wie die spielen nochmal gegen Schalke. Ah, Freiburg, muss mal gucken, was die jetzt noch dann bringen können. Das wird dann nochmal schwer. Aber vielleicht ist bis dahin schon entschieden. Ne? Deshalb, das sind alles Sachen, du musst jetzt einfach liefern, sofort. Und dann kannst du dir auch hinten raus vielleicht erlauben, nicht diese 120%, die ich eigentlich sehen will, wenn du die nicht abrufen kannst und es ist dann schon erledigt, dann soll mir das recht sein. Trotzdem, ich will jetzt am nächsten Wochenende erstmal sehen, dass wir Mainz, und die sind nicht umsonst auf Platz 12, das ist einfach so, die Qualität ist okay, ihr habt schon die Spieler benannt, trotzdem, sie haben es die ganze Saison kaum auf den Platz gebracht, dementsprechend hoffe ich auch, dass weiterhin, dass wir mit der Eintracht einfach da souverän gewinnen am Wochenende und dann wird, glaube ich, der Druck sowohl auf Wolfsburg als auch auf Dortmund groß genug, dass wir da am Ende hoffentlich dann oben unter den ersten vier stehen bleiben. René, wie ist denn eigentlich dein Take dazu? Ach, ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Anfangs, bevor Marvin angefangen hat mit seiner klassischen 200-Stunden-Motivationsrede, war tatsächlich Mainz so das Spiel, wo ich am meisten Schiss davor hatte, weil ich halt schon glaube, dass sie sich, also die brauchen noch irgendwie diese 3 Punkte. Und ich hätte halt jetzt einfach Schiss, dass die gegen uns holen und sich dann in den letzten 2 Spielen hängen lassen. Aber auf der anderen Seite, da hat Marvin vollkommen recht, sie haben diesen Druck, wir können das durchaus nutzen. Und wenn wir diese 3 Punkte gegen Mainz holen, wo ich schon einen gewissen Glauben jetzt mittlerweile dann wieder dran habe, dann hätte das eben diesen doppelten Effekt, nicht nur, dass wir diese 3 Punkte haben, sondern dass wir damit dann auch dafür sorgen, dass Mainz diesen Druck gegen Dortmund hochhält. Und da haben die ja auch noch nicht 100% verloren. Also wir haben ja auch Dortmund immer mal wieder gesehen, die haben zwar gute Tage, wo sie irgendwie 5 Tore in der Halbzeit schießen, okay, war Kiel, aber trotzdem 5 Tore. Und dann haben die aber halt auch immer wieder so absolute Freakspiele, wo sie irgendwie 3-0 gegen eine Mannschaft auf den Sack kriegen, wo du eigentlich sagen musst, da dürftet ihr niemals im Leben so hoch verlieren oder überhaupt verlieren. Also von daher wäre es irgendwie so ein doppelter Benefit, wenn wir da gewinnen. Zum einen, weil wir die Punkte haben und damit sie halt mit noch größerem Druck dann in dieses Dortmund-Spiel gehen. Also von daher, ich bin mittlerweile, wie so oft, wenn Marvin hier redet, danach motivierter als zuvor. Aber Alex wollte gerade eben noch erklären, warum Wolfsburg jetzt diese ganze Trainerdiskussion noch vor sich hat und warum uns das hilft. Naja, weil wir durch die Krösche-Verpflichtung jetzt ein bisschen Ruhe reinbekommen haben. So, ne? Das Hütter-Thema ist bei uns jetzt auch langsam ausgelutscht. Ich glaube, da hängt sich jetzt kaum noch einer mehr dran auf.
ist jetzt auch so alles so ein bisschen, genau, also bei uns so ein bisschen Gras über die Sache gewachsen und wir können jetzt mit Ruhe und Motivation in die letzten drei Spiele reingehen und Wolfsburg hat den Shit einfach jetzt gerade aktuell und ich glaube, das ist ein Vorteil, den wir den Wolfsburgern gegenüber nochmal haben und wenn ich gerade so ein bisschen einen Tipp abgeben sollte, würde ich sogar fast davon ausgehen, oder würde ich vermuten, dass am Ende des Tages es eventuell der BVB und wir schaffen und Wolfsburg rausfliegt. Das kann echt sein, was du sagst. Also ich kann es mir auch echt noch vorstellen und es wäre ja mega. Überleg dir das mal. Und ganz ehrlich, vielleicht sollte die Eintracht jetzt so ein bisschen die paar Arschloch-Moves machen und das auch gerne noch mal ein bisschen streuen mit Wolfsburg. Ich weiß nicht, das kannst du nicht machen, wenn du wirklich in Verhandlung mit Glasner bist, weil dann denkt er sich vielleicht auch, dass es ja mega unprofessionell. Ja, aber die Medien können das. Weißt du, wenn wir mal jemanden hätten, der zur Hessenschau oder so ein bisschen Connections hätte, nein, wir und sind da ja so ein bisschen was platzieren könnte. Ja, kennt man leider keinen. Ich merke schon, wo dein Weg hingeht, aber wir sind leider zu seriös dafür. Aber es ist jetzt auch ein relativ offenes Gerücht, dass die Eintracht ernsthaft an der Verpflichtung von Glasner interessiert ist. Und das wird nicht mehr abzustellen sein. Auch insofern ist natürlich die Situation, dass ja das Missverhältnis oder die nicht gute Beziehung mit Schmadtke und Glasner ja eh offensichtlich ist. Ich weiß, dass Glasner ja zwischenzeitlich schon irgendwie bei Salzburg unterschreiben sollte und das nicht machen wollte. Also dieser Konflikt bleibt bestehen. Alex, da hast du vollkommen recht. Und wenn der auf Wolfsburg weiter bestehen bleibt, die Spieler vielleicht auch ein bisschen unsicher sind, dann kann das sonst zum Vorteil gereichen. Ja. So, dann lass uns jetzt mal auf das Thema Aufstellung auch noch gucken. Das ist ja jetzt das Wichtigste. Wir müssen nämlich leider auf einen Innenverteidiger verzichten. Ndicka hat leider eine Gelbsperre und ist damit jetzt im Spiel gegen Mainz nicht verfügbar. Das heißt, unsere Innenverteidigung sieht wie folgt aus, Dennis? Ja, also ich würde sagen, wir stellen auf jeden Fall einen Hindi auf. Ja. Und wir stellen auf jeden Fall einen, ja, das ist jetzt so ein bisschen die Frage, ob wir Hasebe definitiv in die Mittelposition dann stellen und Tuta auf die rechte Seite. Das wäre wahrscheinlich mein Favorit gewesen, aber. Ja, das wäre auch meiner, bin ich voll bei dir. Hindi auf die Ndicka Position, Tuta wieder rein und Hasebe genau, in die Mitte. Genau. Warum nicht Ilsanka in die Mitte? Ja, also ich glaube, das habe ich schon oft genug. Ja, gut, man kann die Frage ja nochmal stellen, so ist ja nicht. Also hat mir gegen Leverkusen auch überhaupt nicht gefallen. Ne? Ich muss sagen, Ilsanka war, und wir haben ja das Leverkusen-Spiel jetzt schön ausgeklammert. Das war der Plan. Erfolgreich. Ich muss einfach nur da nochmal ganz kurz, da hat er mir wirklich leider gar nicht gefallen. Und dementsprechend ist das für mich einfach jetzt ein logischer Wechsel. Klar könnte man ja sagen, ach, in zwei Wochen vielleicht ist es dann besser. Nein, ich will ihn ja eigentlich in dem Spiel jetzt nicht sehen. Er wird vielleicht noch wichtig, weil ja auch der ein oder andere Spieler noch könnte noch mit einer Gelbsperre ausfallen. Muss mal gucken, ob man dann eh nochmal umstellen muss im Laufe der letzten drei Spiele. Aber ich würde, wenn ihr damit leben könnt, auf jeden Fall mit der Aufstellung Hindi, Hasebe und Tuta in der Innenverteidigung. Ja, bin ich bei dir, machen wir genauso, dann gehen wir weiter. Wir haben Hasebe ja auf die Innenverteidigerposition gesetzt. Das heißt, im Endeffekt müsste man überlegen, ob man mit Sorode startet. Mhm. Ne? Genau. Wäre dann die wahrscheinliche Variante, ja. Ja, genau. Und dann haben wir links Kostic, rechts haben wir, ja, was machen wir rechts? Durm. Halte ich tatsächlich auch für die wahrscheinlichste Variante. Ja, okay. Hat mir mit Barkok auch nicht so gefallen. Ich finde auch, ehrlich gesagt, weiß ich nicht, ich finde, macht gar keinen Sinn, jetzt noch irgendwelche Experimente zu machen. Durm hat im weiten Teil in dieser Saison am besten performt. Ja. Wir haben gesehen, dass das Experiment Barkok nicht Früchte getragen hat oder keinen erfolgreich. Ja, wobei das heißt, Leverkusen ja auf der 10 gespielt hat, das ist ja nochmal eine ganz andere Variante. Aber ja, aber er hatte ja davor schon aber trotzdem. Also es ist halt, wir können uns da auf der rechten Position halt keine Fehler erlauben. Nee. Wir haben natürlich ein krasses Leistungsgefälle zwischen links und rechts, wobei Durm sich halt auch wirklich gut geschlagen hat. Wir müssen ihm beide dementsprechend das Vertrauen geben. Und die Frage ist halt jetzt, was wir machen. Machen wir weiter oben? Machen wir einen Stürmer, zwei offensive Mittelfeldspieler oder zwei Stürmer, ein offensive Mittelfeld? Ich habe ja so ein bisschen die Hoffnung, dass Younes sein, hier, wo war er? Niederlande, Belgien. Irgendwas. Reha-Aufenthalt gut getan hat. Also laut aktuellem Artikel, der kurz bevor wir angefangen haben aufzunehmen, Mannschaftstraining Ndicka,
drin steht, wird er selbst damit zitiert, dass er sagt, dass er ab morgen wieder ins Mannschaftstraining einsetzt und er selbst sagt, er hat überhaupt kein Problem, er wird am Wochenende auf dem Feld stehen. Mhm. Ja, sehr gut. Dann würde ich ihn auch aufstellen. Wir haben es vor zwei Wochen mit Patricia bis zum Erbrechen analysiert. Ich find's momentan einfach die bessere Option mit Younes und Kamada anstatt mit Silva und Jovic. Ja, ich würde auch für die Doppelzehn und Einstürmer votieren. Ich schließe mich da mal an, also machen wir das doch so. Wir haben ja dann immer noch die Möglichkeit, dann nachzulegen. Wir müssen halt das Ding gewinnen. Es gibt keinen Weg dran vorbei. Wir müssen jetzt diesen Spirit auch wieder generieren. Und der muss natürlich auch jetzt durch 3 Punkte der Mannschaft gegen Mainz kommen. Das geht nicht anders. Es gibt nur Gewinn. Es gibt nur Gewinn oder Champions League nicht verdienen. Das hört sich blöd an, aber du musst gegen Mainz gewinnen, um dieses Feuer jetzt für die letzten Spiele noch zu entzünden. Denn wir müssen uns auch überlegen, danach kommt Schalke, Freiburg, das ist machbar. Yes. Freiburg hat überhaupt nichts zu verlieren. Schalke ist wirklich komplett ciao. Also das heißt, natürlich ist Mainz der schwierigste Gegner, aber das muss jetzt mit einer deutlichen Leistungssteigerung im Vergleich zu Leverkusen, aber auch mit einer anderen Sicherheit. Die Spieler müssen wieder wissen, was sie eigentlich können. Und dafür ist es vielleicht auch gut, dass du mit Kamada und Younes war einer der Väter des Erfolgs, der Väter der Selbstsicherheit und der spielerischen Klasse auch in den letzten Wochen, als er gespielt hat. Vielleicht musst du ihm das zurückgeben und dann die 3 Punkte holen. Und dann ist noch Großes möglich. Und eine Personalie, die wir ja hier jetzt wieder noch nicht besprochen haben, die mir wirklich... Das ist immer das Nervige bei Hütter ist halt, er wechselt halt super spät. Ich muss sagen, bei dem Spiel Leverkusen hat mir auch gut gefallen, als er reinkam. Zuber, muss ich tatsächlich sagen, hat gut Impulse gesetzt, kam ja ich habe geguckt, 83 Minuten für Kamada. Das ist wirklich hier jemand, da muss ich wirklich sagen, wenn du merkst, dass nach vorne nichts geht oder dass so ein bisschen diese Durchschlagskraft fehlt und Kamada ist einfach immer jemand, der... Da muss halt einfach alles funktionieren, sonst bringt er uns ja meistens doch vorne nicht viel. Er muss dann halt auch frühzeitig mal gewechselt werden. Ich glaube tatsächlich, dass Zuber da sehr, sehr eine gute Rolle spielen kann. Genauso, ihr habt schon gesagt, Doppelspitze da nochmal umstellen. Jovic hat es ja auch gezeigt, dass er es schon noch kann. Deshalb, also ich hoffe einfach, dass wir hier mit die Startelf gefällt mir total gut mit der 2-10er, ein Stürmer von dran. Trotzdem haben wir hier auch noch gut was nachzulegen, auch ein Zuber, der was nach vorne bringen kann, Jovic, den auf Doppelspitze umstellen. Also ich glaube tatsächlich, wir müssen hier einfach das jetzt erzwingen, dass wir hier 3 Punkte gegen Mainz holen. Ja, jetzt eine eingespielte Mannschaft aufstellen und dann diese 3 Punkte mitnehmen. So, dann lass uns mal hier noch die Ergebnistipps einfahren. Frau Alex, fangen Sie doch mal an. Gegen Mainz, was ist Ihr Tipp? 3-1. Mhm. Dr. Marvin. Sie hat meinen Tipp geklaut. Ich sage auch 3-1. Hier gibt es keinen Clown, hier gibt es nur mehrheitliche Geschlossenheit. Aber der Gegentreffer, nur nachdem wir uns so sicher geworden sind, in der 89. Minute fangen wir noch 3-1. Nochmal ein bisschen kurz Unsicherheit, damit es nicht ein 3-2 noch gibt. Eigentlich rollen wir 80 Minuten mit 3-0 relax durch und dann die letzten 10 Minuten ein bisschen aufpassen. Aber trotzdem, gutes Ergebnis. Dennis? Na, ja, also 3-0 sage ich tatsächlich. Damit hat der liebe Dennis mir meinen Tipp geklaut. Ich sage nämlich auch 3. Sehr gut. Ach, vor allen Dingen, ich sehe gerade, wir spielen ja erst Sonntagnachmittag. Yes, 15:30 hatte ich aber auch gesagt. Ja. Das heißt, du kannst dir bequem am Freitag erstmal Stuttgart-Augsburg angucken. Nee, dann ich gucke mir vor allen Dingen an, wie Leipzig-Dortmund zerlegt. So. Und damit der 4-Punkte-Abstand wiederhergestellt ist. Ja, dann legen wir einfach am Sonntag noch einen drauf und dann können wir uns unter der Woche entspannt Nachholspiele von Schalke und Stuttgart, Schalke und Freiburg anschauen und dann wird das alles ganz tutti und dann haben wir hier, können wir nächste Woche nicht, aber übernächste Woche hier groß Champions League Einzug feiern. Bis dahin bitte alle die Hunde dann auswendig lernen, ne? So schaut's aus. So, wir müssen immer an diese komische Werbung von Sport 1 Doppelpass denken. Hylocare. Ja, oh Gott. Ist hier nix Werbung. Entschuldigung. Ja. So. Oder auch andere Augenbefeuchter Produkte. Genau. Wir machen hier keine Werbung. Wir machen hier
Empfehlungen. Und jetzt kommen die Empfehlungen von und mit René, Basti, Marvin und Dennis. Ja, und der liebe Marvin macht hier wieder mal Podcast-Tours und war bei dem einen oder anderen Podcast noch zu Gast und hat das natürlich ganz uneigennützig hier bei uns in die Empfehlungsliste geschrieben. Marvin, wo kann man dich, wenn man dich nicht hier hört und nicht bei Fußball 2000 auch sieht, wo kann man dich denn aktuell noch hören? Ja, genau. Also es gibt einen Podcast, einen Frankfurt-Podcast, Schneegestöber heißt der. Und das war ganz cool, da war ich zu Gast und die Hostin oder der Host Johanna hat mich da angefragt und das war echt cool. Da haben wir eine Stunde ein bisschen über die Frankfurt gebabbelt, über das Fantum, was die Eintracht ausmacht, was diese Stadt Frankfurt ausmacht. Ich fand es sehr, sehr angenehm geworden. Hört auch gerne mal rein, haben wir auf jeden Fall verlinkt. Yes. Mhm. Yes, yes, yes. Und das Zweite? Ja, das Zweite, das habe nicht ich gemacht, aber genau deswegen will ich das auch empfehlen. Und zwar, es gehört natürlich zu diesem Konglomerat Ringfuchs Podcast dazu, also Ringfuchs Stories. Und zwar hat das der Daniel Kultau gemacht, der auch den Yeah Fußball Podcast macht. Der macht das ja sonst immer so mit so schönen Geschichten, die er rund erzählt, roundabout 30 Minuten, vielleicht mal ein bisschen kürzer, wo er sich kuriose Situationen rausnimmt und die journalistisch in einer wunderbaren Art und Weise aufarbeitet. Und diesmal hat er sich einer Wrestling historisch Geschichte genommen, und zwar Collision in Korea. Also das heißt, in Nordkorea 2 Tage große Veranstaltung, insgesamt über 300.000 Zuschauer. All mit diesen ganzen politischen Schwierigkeiten hat er wunderbar aufbereitet für Ringfuchs Stories. Hört da gerne mal rein, auch für Nicht-Wrestling-Fans. Sehr, sehr interessant, wegen dieser politischen Situation. Wer sich mal ein bisschen mit Nordkorea auseinandergesetzt hat, weiß, dass das alles nicht ganz so einfach ist. Ja, leider richtig. Ja, sehr schön. Also weitere Podcast-Möglichkeiten für euch auf die Ohren. Marvin, Alex, was habt ihr denn, nicht Marvin, Dennis, Alex, das war es, was ich sagen wollte. Was habt ihr denn noch an Empfehlungen für unsere Liste? Ja, ich muss passen. Okay. Außer meinem Blood Orange Drink, den ich hier vor mir habe, wenn ich jetzt aber wieder Werbung machen müsste, habe ich natürlich keine Empfehlung. Okay. Geht mir genauso. Ich habe auch keine Empfehlung tatsächlich die Woche. Ich bleibe diese Woche leider auch Empfehlungen schuldig, außer Arbeit mit wenig, da habe ich wenig Abwechslung momentan und auch Serien ist gerade so ein bisschen mau. Ich könnte den All-Time-Favorite Fußballmanager auspacken, aber das ist dann vielleicht eher was für die Sommerpause. Da können wir dann halt da ist heute nicht Star Wars-Tag? Doch, ne? Heute ist Star Wars-Tag, ja. Das ist schaut euch Star Wars Filme an. Ja. Das ist meine Empfehlung heute, genau. Ist immer eine gute Idee. Noch schnell. Schnell noch alle Star Wars Filme gucken. Wenn ihr jetzt anfangt, dann könntet ihr nicht mal einen fertig kriegen. Den ersten fast zu 3/4 schauen wahrscheinlich. Ja, genau. Ja, gut. Aber dann haben wir hier nochmal 2 wunderbare Podcasts und dann habt ihr da nochmal was und ansonsten. Prima. Bleibt uns nur übrig, euch eine entspannte Restwoche zu wünschen. Wir freuen uns alle riesig darauf, dass am Wochenende wieder Bundesliga ist und werden gemeinsam die Eintracht am Sonntag verfolgen, um dann in der kommenden Woche in gewohnter Art und Weise darüber zu sprechen. Und bis dahin wünschen wir euch viel Spaß. Macht's gut. Tschüss.